Hallöchen, huhu, guten Abend zusammen. So, wie ich geschrieben habe, es geschehen noch Zeichen und Wunder, denn Transportfieber 2 steht an. Ja, endlich mal wieder ein Stream Transportfieber 2. Ich weiß, hat Ewigkeiten gedauert, das hatte verschiedene Gründe. Einerseits hatte ich keine Zeit, andererseits hat sich dann wieder überschnitten mit anderen Streams und so weiter und deswegen haben wir das halt ein bisschen, ja, also ich habe es ein bisschen zu Hause gelassen. Freue mich aber jetzt tatsächlich drauf, weil wir machen eine neue Map, das habe ich geschrieben, mit Schnee. Vielleicht wird so schön wie das Hintergrundbild, das ich hier gewählt habe, so mit einer Dampflok und so weiter. Wir werden dann schauen, was wir genau machen. Und was gibt's sonst noch? Eigentlich nicht viel. Ja, eben Transportfieber 2. Und es ist Freitag und wir haben 2022. Die Erde dreht sich noch. Das Ozonloch wird wahrscheinlich immer größer. Ja, und sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Oder vergesse ich irgendwas? Ja, ihr glaubt es nicht. Ich finde mein Kabel tatsächlich nicht mehr. Die am Sonntag den Stream gesehen haben. Ich habe irgendwie mein Dingens verloren. Mein Kabel für mein Lenkrad. Also die Verbindung vom Lenkrad. Mal jetzt muss ich überlegen. Ja, das ist im Prinzip so ein runder Stecker. Und in den runden Stecker, der geht raus. Das ist dann das USB-Ding. Und das würde dann in USB-Dingens reingehen. Ja, das Teil ist weg. Keine Ahnung, wo es ist. Ich habe hier alles auf den Kopf gestellt. Was ich noch nicht gemacht habe, muss man schnell in den Chat gucken, ob ihr Ton habt. Jawohl. Nicht, dass ich das wieder erst 10 Minuten später merke. Ja, ich weiß nicht, wo das Ding ist. Also ich werde morgen nochmal hier alles irgendwie umräumen müssen. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil es ist hier, ihr wisst es, relativ warm. Und wenn man dann auch noch umräumen muss, da gibt es natürlich schönere Momente im Leben. Aber hilft ja nichts. Am Sonntag ist Formel 1 Community Rennen in Imola, glaube ich. Ja, ohne Kabel wird das schwierig. Also beziehungsweise da muss ich ohne Lenkrad fahren und das kann ich nicht. Ja, drückt mir die Daumen morgen. Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr irgendwann so, wann stehe ich denn auf? Morgen muss ich irgendwie um 10 raus. Ja, also so von 10 bis abends um 8. Irgendwo in der Zeitspanne drin suche ich mal das Kabel. Wenn ihr mir von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr, oder ja doch, bis 8 Uhr abends die Daumen drückt, dann trefft ihr wahrscheinlich ungefähr den Moment auch, wo ich dann dieses blöde Kabel suche. Also ich würde sogar eins kaufen, aber diese Kabel, das ist halt nicht ein Kabel, das du irgendwo da beim örtlichen Blabla kaufen kannst. Und das ist natürlich ein Kabel, was wahrscheinlich separat für dieses Lenkrad gemacht wurde. Nein, die Katze hat es nicht gefressen. Das war auch schon mal eine Frage. So, wir sagen mal guten Abend. Wen haben wir denn alles? Den GTSOB. Hallöchen, guten Abend. Habt mit heißig Spaß beim Transportfieber 2 mit Murksen. Ja, aber Murksen sehen wir. Also wir werden sicher Transportfieber 2 sicher. Das mit dem Murksen werden wir sehen. Aber in der Regel erübrigt sich das von alleine oder erledigt sich von alleine. Hallöchen, unaussprechlicher Name. Hallo aus Salzburg. Hallöchen, schöne Grüße zurück nach Salzburg. Hallo. Fan 8 Saluti, dann der Ich Spinne, einfach ein unglaublicher Name. Endlich wieder Transportfieber 2, ja, sehe ich auch so. Joel, die erste Nachricht von Joel, guten Abend, Hallöchen, der liebe Arni, ein fröhliches Hallo nach Niederösterreich, hurra, endlich mal wieder Transportfieber 2, ja, meine Rede. Und hallo alle zusammen, dann der Joel haben wir, der ProGamer, Hallöchen. Die Sensation ist wahr. Ja, also ja gut, eine Sensation ist das ja nicht. Also ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass ich Transportfieber 2 streame. Aber ja, es ist vielleicht ein bisschen überraschend. Aber ihr habt immer wieder gefragt, wann machst du wieder mal einen Transportfieber 2 Stream? Und ich habe immer gesagt, der kommt. Ich kann euch halt nicht sagen, wann, aber irgendwann wird es wieder einen geben. Und jetzt diese Woche hat sich so ergeben, dass ich eigentlich heute was anderes gehabt hätte. Das ist flach gefallen. Flach gefallen? Das ist ausgefallen. Und von daher habe ich jetzt Zeit gehabt und dachte mir, dann könnte ich eigentlich auch streamen. Und da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn streamen? Und zuerst, ich habe an alles andere gedacht. Also, dass ich zum Beispiel Tavernmaster irgendwie spiele, ist aber Käse, da haben wir ja ein Let's Play von. Vielleicht ein anderes Spiel vorstelle, ja welches. Und plötzlich denke ich, warum nicht einfach Transportfieber 2 endlich mal wieder? Ja, und so ist das dann halt entstanden. So entstehen dann die Streams, das seht ihr mal. Da ist nicht viel geplant, dass... Das kommt einfach plötzlich, hat man es im Hirn. F1-Zerstörer, Hallöchen, mein Heisi und Chat. Ein Transportfieber 2 Stream, wie klasse, gab schon lange nicht mehr. Ja, eben, genau. Andi, Hallöchen, guten Abend, salü. Liebe Brigitte, guten Abend, auch ins ferne Niederösterreich. Hallöchen. Und der ProGamer, den hat man, glaube ich, der Name ist Gelle, mein Lieblingsfußballkollege. Guten Abend, salü. Ich hoffe ja immer noch, dass wir zwei demnächst vielleicht mal irgendwann beim FC St. Gallen im Stadion sind. Also das hängt natürlich nicht nur von dir ab, das ist klar, das hängt auch von mir ab und es hängt ein bisschen von den Gegebenheiten ab. Aber ich freue mich da tatsächlich drauf. Mit dir ein Bierchen trinken, eine schöne Bratwurst essen und mit ein bisschen Glück ein vernünftiges Fußballspiel sehen. Weiß man ja im Voraus nie.
Wobei, wenn der FC St. Gallen spielt, sind die immer gut. Das ist FC St. Gallen. Nein, das ist natürlich eine blanke Lüge. Ich habe da auch schon ganz, ganz schlimme Mumpitz-Spiele gesehen. So 0-0. Ich meine, es gibt auch gute 0-0, wenn halt das Spiel ein bisschen interessant ist und vielleicht Torszenen entstehen. Aber ich kann mich an 0-0 erinnern. Der Ball war einfach immer im Mittelkreis. Also einmal hatten ihn die Gegner, einmal hatte ihn der FC St. Gallen, aber viel weiter als über die Mitte sind beide nicht gekommen. Und das war halt zum Zugucken schon eher, nennen wir es mal, grenzwertig. Also sehr grenzwertig sogar. So, wen haben wir noch? Den Argentalöchen, guten Abend. Andi hatten wir. Carinthia, Fabtendo. Ja, das sind die üblichen Verdächtigen. Luciandra, Hallöchen, salü. Und mal sehen, ob Heisi den Rübenflieger endlich mal benutzt. Den Rübenflieger würde ich benutzen, aber ich habe natürlich die Map jetzt neu gestartet. Also die haben wir schon, die muss ich einfach laden. Aber da fehlen noch x Mods drin. Weil ich kann nicht... Also das habe ich schon mal falsch gemacht zu Beginn der Staffel 7, das weiß ich noch. Sämtliche Mods, die ich da gerade sehe, laden und dann das Spiel starten. Das stürzt ab. Irgendeinen Fehler hast du da immer drin. Sondern ich muss, wenn ich neu anfange, was wir jetzt heute machen mit der Streaming-Map, tatsächlich einfach mal eine Handvoll Mods nehmen, dann starten, gucken, ja, das geht, okay, ja, das läuft, kein Problem, okay, speichern, wieder zurück, wieder die nächste Handvoll. Und das habe ich jetzt mal gemacht, 2-3 Mal so, also ein paar Mods haben wir, Bahnhöfe und so weiter, die brauchen wir zu Beginn. Aber sonst, ich glaube nicht, dass der Rübenflieger schon drin ist, aber ich kann dir versprechen, dass für den nächsten Stream, Transport 4-2, wann der ist, weiß ich noch nicht, jetzt machen wir mal den, dass da der Rübenflieger dann drin ist. Also den werde ich dann aktivieren. Austria 1985, guten Abend. Fabtendo, salü. Und XDJ Culture, guten Abend, salü, salü. Willi Zockt, guten Abend. Und der Herr Hellreiter, mein Lieblings-Michael im Kubik, guten Abend, salü. Ich bin beim Salü. Wie oft habe ich jetzt schon salü gesagt? Ich kann ja nicht immer Tag sagen, ist auch doof. So, Luciandra hatten wir, Fabtendo hat die Katze gefressen. Nein, eben, nee, das Thema hatten wir schon. Die Katze hat mit dem Kabel nichts zu tun, die hat hier keinen Zutritt. Hast du ein Kabel auf dem Klo gesehen? Nee, auch nicht. Es ist tatsächlich einfach, ich weiß nicht. Der Arni. Come on jetzt. Also wenn du die Flips nicht willst, ich nehme sie schon. Ja, das glaube ich dir, Arni, sofort. Doch, ich will sie, aber ich bin jetzt nie dazugekommen. Also was heißt nie dazugekommen? Problem ist im Prinzip irgendwie so, nach dem Stream mache ich halt tatsächlich dann mal ein Bierchen auf. Und meistens ist dann irgendwie noch etwas, dass ich eben entweder mit jemandem im Speed spiele oder irgendwie ein Spiel mache oder Teamspeak und so bla bla. Und dann gehen die immer vergessen. Und wenn ich aufstehe und hier hinkomme, habe ich einen Kaffee in der Hand, dann habe ich keine Lust auf die Flips. Und zwischendrin vergesse ich sie. Und abends, wenn ich Lust drauf hätte, habe ich die Zeit nicht. Also, aber keine Angst, ich kriege die schon weg. Sonst, wenn die nicht weggehen, ich schenke sie dir. Da müsstest du mir mal schreiben, wann du Geburtstag hast, aber am besten privat, nicht hier rein. Das geht sonst keinem was an. Ja, dann kriegst du vielleicht so eine Packung Flips. Wir gucken mal. Nach x Wochen mal wieder Zeit für einen tollen Murk-Stream. Fabian, salü. Jawohl. Ja, aber eben, ich weiß nicht, ob ich murkse. Ich murkse ja nicht bewusst, also im Sinne von, dass ich das plane. Das glaubt mir vielleicht keiner, aber das ist tatsächlich alles spontan. Das geschieht einfach. In den Flips ist wahrscheinlich das Kabel drin. Nein, ich spiele das kann auch nicht sein. Der Sack ist noch zu. Das, oder die Tüte. Da ist gar nichts drin. Außer die Flips hoffentlich. Heisi, leider muss ich morgen arbeiten. Oh je, sonst wäre ich mal runtergezischt zu dir und helfen Kabel suchen. Oh, das ist sehr lieb von dir, Andi. Ja, das schreibst du aber auch nur, weil du mein Zimmer hier nicht kennst. Das wird anstrengend. Hier hat es 10.000 Kabel. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. 3 Monitore, ein PC. Alles mögliche natürlich sonst noch dran, Streamdeck, Tastaturen 2 und bla bla. Da ist alles voll Kabel. Ich habe heute, wie gesagt, schon mal geguckt, ich habe das USB-Teil nochmal kontrolliert, weil Ani hat geschrieben, dass es vielleicht da drin steckt. Da habe ich aber schon mal geguckt und gesagt, nein. Und jetzt dachte ich, ich stecke alles aus. Alles wird ausgesteckt, gezogen, geguckt, ist tatsächlich dort auch nicht drin. Das wäre jetzt meine, ja nicht meine letzte Hoffnung gewesen, aber eine große Hoffnung, dass eben tatsächlich das Kabel dort am Verstecken geblieben ist und deswegen sich da ausgesteckt hat. Denkste. Naja, ich werde es finden. Ich muss es finden, sonst kann ich Formel 1 nicht fahren. Als Info heiße, ich schaue über den TV, deshalb schreibe ich nicht viel. Schreiben über TV ist anstrengend. Fabian, das glaube ich dir. Es muss auch keiner schreiben. Ich freue mich, dass wir immer so viele Leute haben, die schreiben. Das belebt natürlich den Chat, das belebt den Stream. Das ist wunderbar, das begrüße ich sehr. Aber wenn ihr nicht schreiben wollt oder nicht schreiben könnt, müsst ihr das nicht schreiben. Das ist schon okay. Das passt definitiv. Paderborn-Fan 98, herzlich willkommen hier bei uns. Schöne Grüße aus Dortmund. Oh la la.
Jawohl, herzliche Grüße zurück vom Bodensee. Das, wo ich bin, am Bodensee. Und Daniel Catfan, salü. Hallo Heisi, hallo Arni und Hallöchen Brigittli. Brigittli, kennt ihr schon so gut, dass du ja Brigittli sagen darfst? Und auch den Rest, auch ein schönes Halloli. Danieli, was ist denn mit dir, Lösli? Und ein schönes Abendli. Ja, ich glaube, er möchte mich ein bisschen foppen mit meiner Sprache, mit Schweizerdeutsch. Aber das ist tatsächlich ein Irrglaube, dass man einfach bei deutschen Wörtern ein I ranhängen muss oder ein CH. Das stimmt nicht. Wir haben auch noch andere Wörter, die haben kein I und kein CH. Man glaubt es nicht, ist aber so. Nutze doch die Twitch-App zum Schreiben. Ja, das könnte man auch machen. Aber eben, es ist keiner verpflichtet zu schreiben. Das passt schon. Ach ja, Heisenberg zockt. Wirst du während des Transport Fever 2 Streams auch noch den Chat lesen? Ja, Fan X 8. Sag mal, kann ich dich nicht irgendwie anders nennen? Fan 8 XX? ja, habe ich vor. Also, ich habe bei den früheren Transport Fever Streams immer gesagt, ich gucke nicht in den Chat, ich möchte in meine Welt eintauchen, damit ich in meinem Spiel drin bin. Das ist so, wie ich Transport Fever schon immer gespielt habe. Ich möchte das jetzt aber tatsächlich anders machen. Ich würde das gerne nicht gerade mit euch zusammen, weil das wird schwierig, weil wenn ich sage, welche Lok sollen wir jetzt für die Strecke nehmen, dann haben wir 10 verschiedene Vorschläge. Und welchen nehmen wir dann? Dann nehme ich einen und dann sind 9 sauer, weil ich nicht ihren Zug genommen habe. Das funktioniert eben nicht. Ich werde aber trotzdem spielen und immer mal wieder in den Chat gucken. Ja, warum fragst du? Ist ja auch egal. Ja, ja, ich werde. selten, ja, der Fabtenter schreibt es gerade eben, da fokussiert er sich aufs Spiel, dass er selten drauf schaut. Ja, das war früher, also was heißt früher halt, in den letzten Streams. Ich möchte das mit euch zusammen, ja, eher mit euch zusammen machen. Ich möchte nicht in die Welt rein, in die ich sonst bin bei Transport Fever 2, zum Beispiel wenn ich aufnehme. Oder teilweise spiele ich tatsächlich auch noch privat. Ich habe noch eine andere Map, die ich teilweise spiele, zwar jetzt eher auch selten in letzter Zeit, aber die gibt's. Sondern das möchte ich jetzt tatsächlich ein bisschen offener machen und ich möchte es auch ein bisschen entspannter dahingehend machen, ohne Zeitdruck. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine Strecke bauen und ich denke mir dann immer, ich muss die fertig kriegen. Also ich höre den Stream nicht auf, bevor da der Zug gefahren ist. Und das möchte ich auch nicht mehr, weil das ist eine Form von Stress, die brauche ich bei dem Spiel ganz bestimmt nicht. Transport Fever 2 ist so ein entspannendes, schönes Spiel, das muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Wir lassen uns nicht stressen. Wenn wir eine Strecke bauen und nicht fertig werden, dann werden wir nicht fertig. Dann machen wir das im nächsten Stream. Ganz einfach. Handy muss laden. Ja, das kenne ich. Mein Handy lädt immer dann, wenn ich es brauche. Sonst ist es immer voll, wenn ich es nicht brauche. Heisi, du kannst sicher sein, dass auf meinem Plan für 2022 das sehr weit oben steht, mal wieder in die Schweiz zu fahren, inklusive Bier, Stadion, Bratwurst mit dir in St. Gallen. Top Gelle, freue ich mich drauf. Wenn es irgendwie geht, du bist ja auch bei Discord. Schreib mir früh genug, wenn du weißt, welches Spiel das du besuchen willst, damit ich mich darauf einstellen kann. Also nicht, ich muss mich nicht geistig darauf vorbereiten, dass du kommst. So schlimm wird es wahrscheinlich nicht. Aber einfach, damit ich es weiß, damit ich dann auch wirklich Zeit habe. Weil das wäre mühsam, wenn du dann schreibst, ja, ich komme übermorgen. Beziehungsweise du gehst übermorgen an das Spiel, ob wir uns treffen. Und ich dann sage, nee, übermorgen ist halt, weißt du, wie ich meine? Also gerne mit ein bisschen Vorlauf. Weil dann wird es auch klappen. Da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Gibt es auf der Karte wieder ein Oberböser? Ja, das können wir mal gucken. Also es gibt auf der Karte ein Bergdorf. Das habe ich schon mal gesehen. Und da fiel mir Oberböser auch ein. Ich habe mir nur dann gedacht, müssen wir jetzt wirklich in jeder oder auf jeder Map, die wir haben, noch Oberböser drin haben. Irgendwie, wir können es uns ja nachher ansehen. Es würde schon passen. Also es ist halt wirklich ein Dorf, wirklich genau zwischen den Bergen drin irgendwie. Also sieht relativ cool aus, das Ganze. Da gehört eine Dampflok hin. Ich glaube, das ist auch das Erste, was wir heute machen. Ebenso wie auf dem Bild, was wir da im Hintergrund haben. Heisi, hast du schon meinen Tipp zu meinem Güterbahnhof, zu deinem Let's Play? Ja, das habe ich gesehen, Fabtendo, aber ich habe es noch nicht gelesen. Das ist mir viel zu lang. Leute, ihr könnt mir nicht so lange Sachen schreiben bei Discord. Was glaubt ihr, wann ich die Zeit habe, das zu lesen? Das ist sehr lieb gemeint, Fabtendo, danke. Ich muss mal gucken, ich werde es mir sicher nochmal ansehen, aber... beim besten Willen. Überleg mal, wenn ich kriege bei Discord jeden Tag 30 Nachrichten und ich beantworte eigentlich, was ich beantworten kann. Aber wenn jetzt 30 Nachrichten von der Länge von deiner kommen, dann nehme ich keine Videos mehr auf. Und dann streame ich auch nicht. Abgesehen davon esse ich und trinke ich dann auch nicht mehr, weil dann bin ich nur noch am Beantworten, beziehungsweise am Lesen. Also von daher bin ich dankbar, wenn bei Discord nicht irgendwie riesige Pamphlete daherkommen. Aber eben, ich weiß, du hast das lieb gemeint. Ich werde es mir nochmal ansehen. Aber das hat sich da eigentlich eh erledigt. Wegen dem
Ja, ja, eben. Das wäre ja der Güterbahnhof im normalen Let's Play. Und das haben wir ja jetzt bereinigt. Beziehungsweise, jetzt muss ich überlegen. Wir sind dran am Bereinigen nach eurem Stand. In der Folge von heute haben wir ja das, dass am Schluss da die Wegpunkte im Weg sind. Das habe ich gelöst. Das habe ich gelöst oder lösen können. Das seht ihr dann morgen. Und jetzt fahren die Personenzüge dort nicht mehr durch den Güterbahnhof durch. Und das entlastet den Bahnhof doch schon relativ stark, finde ich. Deswegen werde ich dort zumindest jetzt im Moment nicht umbauen. Macht irgendwie keinen Sinn, wenn ja alles wieder läuft. War das schon alles an Musik? Startwort nochmal. Kostet ja nichts. Hallo Heisenberg, hallo Chat. Kommt die Nachricht jetzt an? Ging vorher nicht. Queen2Gaming? Jawohl, jetzt ist er angekommen. Eventuell liegt das Kabel einfach unterm Tisch. Fabian Robben, ernsthaft? Come on, also ich habe doch gerade gesagt, ich habe hier alles auf den Kopf gestellt. Hier unten liegen 10.000 Kabel, aber keins davon ist das, das ich suche. Nein, ich weiß nicht, wo es ist. Also glaubt mir, ich erzähle euch nicht von Kabel, die ich nicht finde, wenn es nicht etwas ist, was mich tatsächlich beschäftigt. Und es beschäftigt mich dahingehend, weil ich es nicht mehr finde. Und ich das Ding brauche. Ist ein Elend sowas. Und eben, ich kann nicht in den Laden gehen und es kaufen. Würde ich ja glatt machen. Also die 30 Franken oder was das kostet, die würde ich noch investieren, wenn ich dafür das Kabel wieder hätte. In welchem Startjahr machst du? 1950 haben wir, glaube ich, habe ich eingestellt. Das ist aber eigentlich irrelevant, weil du kannst ja bei Transportiver 2 mittlerweile, das war glaube ich nicht von Anfang an so, die Jahreszahl unten einstellen. Also wir könnten auch um 1850 starten, wenn es langweilig wird, dann drehen wir das Ganze hoch auf 2000, dann haben wir die ganzen Züge, Fahrzeuge etc., Gebäude ebenfalls. Aber ja, wir starten glaube ich 1950, dachte ich. Hey, hey, die Flips nehme ich also. Weil du willst auch Flips haben. Okay, alle wollen Flips haben. Das sind aber meine Jungs. Die gehören nicht Arnie und die gehören nicht dem Daniel. So, ja, ihr müsst keine Angst haben. Ich esse die schon. Also ich habe die ja nicht gekauft, um sie anzugucken. Beziehungsweise damit ihr sie angucken könnt. Ich sehe sie ja nicht, ich gucke ja in die andere Richtung. Naja, wenn er schon einige Male sein Zimmer auf den Kopf gestellt hat, würde er... Ja, ja, eben. Ja, das denke ich auch, Fabzento. Da hast du recht, eben. Also, das liegt mit Sicherheit nicht einfach nur unter dem Tisch. Dann hätte ich es mit Sicherheit schon lange gefunden. Heiße, ich bin gut im Finden. Wenn es niemand findet, ich schon. Oh, Andi, also wenn... Wo wohnst du gleich nochmal? Nicht reinschreiben. Weil, ich wäre natürlich schon froh, wenn ich es finden würde. Und wenn ich jetzt morgen Abend hier sitze und ich hab's nicht... Dann habe ich am Sonntag nochmal Zeit. Vielleicht komme ich noch auf dich zu sprechen. Aber wenn du irgendwie in Hamburg wohnst, ist es natürlich schwierig. Es ist einfach unglaublich, dass das nicht da ist. Es kann nicht sein. Das kann sich nicht in Luft aufgelöst haben. Naja, wenn ich es finde, werde ich es euch erzählen am Sonntag. Und ich gehe davon aus, ich finde es, weil sonst muss ich am Sonntag nicht Formel 1 drehen. Also von daher... Ja, ich habe auch schon geschafft, was nach dem 11. Mal zu finden. Ja, wenn es das 11. Mal wäre bei mir. Ist es aber eben nicht. Definitiv nicht. Das sagt der Heise einfach so, ich weiß nicht, ob ich murkse, einfach so. Ja, 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 eben, weiß ich ja nicht, woher soll ich das denn wissen? Melle 1887, herzlich willkommen, danke für den Follow. Das Kabel liegt wahrscheinlich unter deinem Bett. Ein Bett hätte ich hier noch, aber da kann es eben nicht hingeflogen sein, weil hier ist zu. Also, wie soll ich das erklären? Hier ist der Schreibtisch, das ist die Rückwand vom Schreibtisch, ich sitze hier. Sieht man das? Hier sitze ich und gucke in die Richtung. So, und hier ist das Bett. Und hier ist eine Wand vom Schreibtisch. Und ich habe das Kabel irgendwo hier hinten beim Schreibtisch verloren. Das kann ich durch die Schreibtischwand durch unter das Bett. Ich werde nachher mal gucken, aber das kann da nicht sein. Wobei, eben, es kann, eigentlich müsste es hier unten irgendwo sein. Ist es nicht, also muss es wahrscheinlich irgendwo sein, wo es nicht sein kann. Warum es dann da ist, weiß ich auch nicht. Ah, ich muss es einfach finden. Stimmt, kenne ich zu gut, mal an derselben Stelle suchen. Sich dann jemand anderes holen, der findet es in 5 Sekunden. Ja, das ist wahr, Fabtender, da hast du recht. Aber ich kriege meine Frau nicht dazu, mir zu helfen. Die hat keine Lust, hier rumzukriechen. So, ich müsste vielleicht nochmal nett fragen. Vielleicht klappt es ja dann. Mal gucken. Sag mal, wie bekomme ich das rote Heisi-Logo vor meinen Namen? Hab hier ein Abo und ich bin Kanalmitglied bei YouTube. DJ Culture, du hast das Heisi-Zeichen vorm Namen. Wenn du hier meinst bei Twitch. Ich sehe es ja. Da ist es im Chat drin. 4-Monats-Abonnent steht da. Wo möchtest du das noch haben, das Heisi-Logo? Dann müsstest du das kurz reinschreiben. Kannst du dich noch daran erinnern, was mir während dem Stream am Mittwoch widerfahren ist? Was haben wir am Mittwoch gestreamt? Wreckfest.
Ja, ja, was ist dir passiert? Der PC abgekachelt? Nein. Nee, die Grafikkarte war es auch nicht. Nö, weiß ich nicht mehr. Da muss ich dich enttäuschen. Aber irgendwas war mit dir. Dass irgendetwas war, weiß ich. Ich weiß aber nicht mehr was. Okay, jetzt ist es plötzlich wieder da. Aha, okay, war es weg? Twitch hat irgendwie einen Schluck auf heute. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Beziehungsweise nicht gelesen. Ich habe es vorher selber gesehen. Ich habe noch ein, zwei Twitch-Streams geguckt. So ab 7:15 war es. Und die haben gelaggt und gemacht und getan. Ich dachte schon, dass bei mir die Internetleitung wieder irgendwie eine Marke hat. Bis dann wirklich auch Zuschauer geschrieben haben. Also du kannst hingehen, wo du willst. Überall sind Lags heute. Und teilweise ist es sogar ausgefallen. Also dann kam so Netzwerkfehler, bla bla Zeugs. F5 drücken. Ja, das haben wir aber offensichtlich nicht, sonst hättet ihr es wahrscheinlich auch schon reingeschrieben. Aber wie ich jetzt darauf komme, ist eben, dass vielleicht das Zeichen vorher gar nicht da war. Weil Twitch, ich weiß auch nicht, Ressourcen gespart hat durch irgendwas. Diese 3 Kilobyte wollten sie jetzt nicht auch noch irgendwie investieren. Vielleicht deswegen. Aber jetzt ist es da. Also ich sehe es ja auch. Och nö, die 7. Mücke im Zimmer heute. Oh ja, Fabian, ich habe hier auch die ganze Zeit irgendwelches Fluggerät. Das ist unmöglich. So, kurz gemütlich chillen, Kaffee trinken. Das klingt gut. Dann ab nach Hause. Ach, du bist gar nicht zu Hause. Okay. Schau mal wegen dem Kabel im Kühlschrank nach. Arnie, echt jetzt? Ein Freund von uns hat mal seinen Autoschlüssel in den Kühlschrank gelegt und wir haben 3 Stunden das ganze Haus abgesucht. Ja, eben, wenn man natürlich mit seinen Gedanken woanders ist, dann schafft man einige Sachen. Das habe ich tatsächlich auch schon hingekriegt. Bei mir der Klassiker ist, ich gucke mal im Kühlschrank, das ist eigentlich ein guter Tipp, aber der Klassiker bei mir ist tatsächlich Kaffeemaschine. Wir haben eine Kaffeemaschine, da hat es hinten Wasser Dingens drin, logischerweise, weil halt die Kaffeemaschine natürlich Wasser braucht, ist ja logisch. Jetzt, ich bin ein Mensch, wenn das Ding leer ist, nehme ich ein Glas und schütte das da rein, in den Behälter natürlich, dann ist es wieder voll. Jetzt hat meine Frau immer geschimpft, weil dann ist immer das gleiche Wasser drin, also dieser Bodensatz, den du hast. Und wenn du den dann trinken musst, dann hat sie natürlich völlig recht. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, den Behälter rausnehmen, mit Wasser füllen, den Behälter wieder reinstellen. Also das wäre die Idee gewesen. Was ich jetzt schon 3-4 Mal geschafft habe, ist halt, weil ich mit den Gedanken ganz woanders war, Behälter rausnehmen, mit Wasser füllen und dann den Behälter in die Kaffeemaschine leeren. Ohne, dass der Behälter in der Maschine ist. Ja, wisst ihr, was das gibt? Ja, eine Riesenüberschwemmung, richtig. Habe ich 3-mal hingekriegt. Und jetzt habe ich mir aber angewöhnt, tatsächlich, wenn ich irgendwas an der Kaffeemaschine mache und wenn es nur ein Kaffee rauslassen ist, das ist so das Typische, was ich mache an der Maschine, logischerweise, konzentriert bei der Sache. Nicht irgendwie schon wieder Videos und bla und Zeugs, nein, mit dem Kopf bei der Sache. Weil da bist du halt am Putzen, das ist natürlich mühsam, da bist du 10 Minuten bis am Aufwischen machen und tun. Weil in diesem Behälter drin hat es, also ein Liter hat es drin. Und es ist ja nicht so, dass ich das reinleere und merke, stimmt nicht. Das merkst du nicht. Sondern du leerst, leerst, leerst und plötzlich läuft unten das Wasser raus und in dem Moment, ach nö, nicht schon wieder. Und das ist natürlich schon mühsam. Ein Heisenberg City wäre cool heute. Ja, gucken wir mal. Können wir natürlich auch machen, ganz klar. Oberböser ist ein Muss, eine heiße Karte ohne Oberböser ist keine heiße Map. Okay, Fabtendo. Dann hast du mich eigentlich schon überredet. Der F1-Zerstörer sieht es auch so. Carinthia sieht es ebenso. Oberböser ist einfach Tradition. Okay, machen wir. Cool, frohe Musik jetzt. Bekommt mir auch bekannt vor. Wisst jemand, wie die heißt? Ich, Fabtendo, ich könnte es ja nicht sagen. Das ist einfach wieder Musik von Epidemic. Da habe ich die Lizenz. Und da gibt es auch verschiedene Stile. Zu Wreckfest passt Metal relativ gut, finde ich. Deswegen läuft dort Metal. Und hier zu Transport Fever passt halt definitiv kein Metal. Deswegen haben wir hier so ein bisschen chilligeren Sound. Oberböser ist Kult und Weißwasser auch. Ja, irgendwie schon. Ja, ich habe gesagt, wir nehmen es. Oberböser kommt wieder rein. Heißi, benutzt doch bitte mal die Baureihe 612 aus der Modwerkstatt im Let's Play. Joel, du wirst es nicht glauben, weil das klingt jetzt wie ein Scherz, aber schau mal die Folge von morgen. Kein Scherz. Also, ja, ja, die Baureihe 612. Moment, bevor ich einen Käse erzähle, ich kann ja gucken. Ich habe die Folge schon hochgeladen. Moment, das kläre ich jetzt und da kann ich dir definitiv sagen, jetzt bin ich selber gespannt. Transportfieber haben wir. Die BR 612. Tatsächlich, allen Ernstes. Also du kommst morgen auf deine Kosten. Die haben wir morgen drin. Und da machen wir eine Führerstandsmitfahrt. Mit dem Ding. Herr Lentil Stew Dragon Dubo. Guten Abend, salut.
Oh, schön eine... Moment, das ist durchgeflutscht. Oh, schön eine Dampflok, wie schön. Ja, ja, klar. Als ersten Zug auf der Map. Ja, mit Schnee passt das natürlich. Und hast du dir die Brücken angeschaut, die ich dir gesendet habe bei Discord? Hast du mir Brücken gesendet bei Discord? Oh, nö, nicht schon wieder. Irgendwie, nein? Oder ja? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Leute, wirklich, ihr müsst mich verstehen. Wenn du am Tag 30 Nachrichten kriegst bei Discord und wirklich auch den Großteil beantwortest, dann kann ich mir, ich merke mir nicht mehr alles, was da dann steht, leider. Aber wenn du mir Brücken geschickt hast, Daniel, dann habe ich sie mir ziemlich sicher angesehen. Wahrscheinlich sogar runtergeladen. Ich kann dir nur nicht sagen, ob ich sie jetzt schon aktiviert habe, aus den Gründen, die ich vorher erklärt habe. Das, Entschuldigung, dass ich halt nicht auf einen, in der Schweiz sagt man auf einen Klapp, also auf einmal alle Mods wieder laden kann, weil irgendeiner hat eine Macke, das stürzt wieder ab und das ist natürlich Käse, deswegen lade ich die immer nur nach und nach. Tatsächlich sind alle meine Planungen abhängig von den Spielen des FC Köln. Ja, das verstehe ich, gell, wenn du natürlich Fan bist vom ersten FC Köln. Sollte der es nicht ins Pokalfinale schaffen, habe ich mir das Wochenende 21. und 22. Mai mal vorgemerkt. Wäre in der Schweiz der letzte Spieltag der Saison. Ah, okay, sogar. Ja, ja, je nachdem geht es da sogar noch um was für St. Gallen. Allerdings wahrscheinlich eher darum, nicht abzusteigen, so wie es im Moment aussieht. Aber ja, das ist ja noch ein bisschen hin bis im Mai. Das klingt aber soweit gut. Also das, wenn du das... Ja gut, du kannst es natürlich noch nicht sagen, weil du nicht weißt, was der FC Köln... Macht also, ob sie ins Pokalfinale kommen oder nicht. Ja, aber ich werde mir das mal grob merken. Heißi, in 2 Stunden, 37 Minuten bin ich bei dir. Oh, okay. Ja, das ist aber doch nur, um ein Kabel zu suchen, ist das weit. oder lang. Ja, aber Andi, also wie gesagt, wenn ich es nicht finde, vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, weil das ist obermühsam. Also vor allem... Mich beschäftigt, dass mich das so beschäftigt. Also ich bin heute aufgestanden, einer meiner ersten Gedanken war tatsächlich, dieses blöde Kabel muss da irgendwo sein. Also wenn du schon so weit bist, dass du aufstehst und irgendwie irgendwann träume ich davon, dass das Kabel fehlt. Aber das ist natürlich einfach auch irgendwie eine Horrorvorstellung. Du hast einen Formel-1-Stream und dann fehlt das beim Lenkrad. Ja, wie soll ich dann fahren? Ich kann nicht mit Controller oder mit Tastatur. Ich weiß, ich kann es auch nicht mit Lenkrad. Spart euch die Witze. Aber mit Lenkrad kann ich wenigstens steuern. Hexenschuss. Stimmt, Juvo. Und ist der wieder besser? Also auskuriert? Wie lange dauert denn so ein Hexenschuss? Ich hatte mal beim Fußball habe ich mir mal einen Hexenschuss geholt. Beim Kopfballduell mit einem. Und zwar zu Beginn des Spiels. Also das Spiel war irgendwie 2-3 Minuten alt. Ich habe mich extrem aufs Spiel gefreut, weil es ein Derby war. Das hat viele Zuschauer gehabt, weil es halt ein Derby war. Und ich weiß noch genau, ich gehe so in Zweikampf und drehe mich, damit ich an den Ball rankomme. Und der andere hat mich halt so leicht in den Rücken gestoßen. Also kein Foul, nicht bösartig, gar nichts. Aber in dem Moment, wo der mich in den Rücken stößt, runter auf die Knie und ich komme fast nicht mehr atmen und mich bewegen. Im ersten Moment dachte ich, der hätte mir irgendwie die Lunge zerdeppert. Aber ja, es war halt einfach ein Hexenschuss. Und den habe ich tatsächlich in der Luft gekriegt, im Luftkampf. Und da weiß ich, ja, 2-3 Tage habe ich das... Also das spürste länger, aber nach 2-3 Tagen konnte ich immer wieder gerade laufen. Also so gerade, wie ich halt nun mal laufe. Ist auch nicht so gerade, aber wesentlich nicht mehr vom Hexenschuss gepeinigt. Droppst du Frames? Lentil? Nein, wie gesagt, das ist wahrscheinlich... Habt ihr tatsächlich auch ein bisschen Frames, die droppen? Wo sehe ich das denn? Ach, das habe ich ausgeblendet. Moment, ich guck mal schnell, ob ich die Schuld habe. Ich bräuchte die Statistiken. Nein, 0. Ausgelassene Frames 0, übersprungene Frames 0. Nee, ich droppe gar nichts. Aber eben, Twitch hat ein bisschen Probleme, wie gesagt, als ich vorher geguckt habe. Die hatten alle Probleme. Die hatten die ganze Zeit Lags, das waren nicht mal mehr Frames, die ausgefallen sind. Das waren ganze Bruchteile von Momenten, also 2-3 Sekunden Pause. Ich hoffe mal, das haben wir hier nicht. Für die ganzen Twitch-Sachen bin ich zu alt. DJ Culture, was für Twitch-Sachen denn? Wir sind ja hier bei Twitch. Was meinst du denn mit Twitch-Sachen? Noch nicht, war arbeiten, sitzt noch in der Garderobe und dann geht's heimwärts. Das klingt gut, Queen to Gambling. Komm gut nach Hause, vorsichtig fahren. Mr. Mafiosi, hallöchen, guten Abend. Wann spielst du wieder im Stream Formel 1? Das seht ihr mal. Also nicht falsch verstehen, Mr. Mafiosi. Aber wenn ich Formel 1 streame, fragen alle, wann ich Transportfieber streame. Und wenn ich Transportfieber streame, fragen sie, wann ich Formel 1 streame. Nein, Mr. Mafiosi, Formel 1 ist immer jeden Sonntag.
Sonntagabend um 20 Uhr. Immer wieder eine andere Strecke, logischerweise. Jetzt am kommenden Sonntag ist es Imola, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Sonntagabend 20 Uhr. Heißt, ich bin... Was? Heißt, so bin ich gefühlt in der Küche beim Kochen. Okay? Zu der Story mit der Kaffeemaschine und dem Wasserbehälter. Aha. Achso, das machst du in der Küche beim Kochen, so Sachen. Ja, ich kann es nicht empfehlen. Das ist komplett idiotisch, wenn man einfach Wasser in eine Maschine reinleert, wo kein Behälter drin ist, weil das Wasser im Behälter drin ist, den man reinleert. Also, Sachen gibt's. Dämme gibt es immer noch nicht in Transportfieber 2. Oh, doch, jetzt fällt mir wieder ein, was der Daniel mir geschickt hat. Genau das, Arnie. Also ich habe die Mod halt noch nicht getestet, aber der Daniel hat mir genau, jetzt hat er geschrieben wegen den Brücken, wo ich gesagt habe, ich weiß es nicht mehr. Doch, daran kann ich mich erinnern, das waren Brücken und Dämme sogar. Die habe ich, glaube ich, runtergeladen, die Mod, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe sie, glaube ich, noch nicht aktiviert. Und da waren Dämme dabei. Aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Ich weiß nicht, ob das so Dämme sind, wie wir sie wahrscheinlich beide jetzt gerne hätten. Müsste man gucken, wenn man es aktiviert hat. Naja, heiße, anschließend ein Bierchen, dann passt das schon. Ja, das wäre natürlich, also wenn wir das Kabel gefunden haben, gibt es ein Bierchen. Wenn wir es nicht gefunden haben, dann lege ich dir eine Liege hin. Dann suchen wir am nächsten Tag nochmal. Nein, eh klar, also ein Bierchen, wenn man schon hier irgendwie arbeitet, muss man auch ein Bierchen haben nachher. Es gibt Mods für Dämme. Ja, das muss eine Mod sein für Dämme, weil die gibt es original, gibt es keine Dämme bei Transportfieber 2. Das geht nur via Mod. Anders ist das gar nicht machbar. Bisschen spüre ich es noch, aber ich kann mich wieder uneingeschränkt bewegen. Ja, eben, Juvo, jetzt haben wir Freitag. Und du hattest das am Mittwoch. Ja, eben, 2 Tage. Ich glaube, bei mir waren es 2, 3 Tage. Ich bin sogar noch zum Arzt deswegen, das weiß ich noch. Und zwar in Fußballklamotten, weil unser Trainer gemeint hat, bevor es dann etwas Übleres ist. Weil ich natürlich, ich konnte mich nicht mehr bewegen und irgendwie das Atmen fiel mir sogar schwer. Und der hat sich dann halt irgendwie Sorgen gemacht, dass ich da wahrscheinlich irgendwie noch irgendwann alle Viere vor mir strecke. Und hat tatsächlich dann, wer war denn das? Die Frau vom Masseur, die hat mich dann mit ihrem Privatauto tatsächlich zu dem Arzt gefahren, Samstagnachmittag. Und der hat mir einfach eine Spritze reingejagt und die hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Also die hat null gebracht gefühlt. Ich weiß nicht, was das gesollen hat. Ich weiß nicht, was das sollte. Der hat davon wahrscheinlich wieder nochmal 20 Franken für eine Spritze verdient. Also ist zwar eine freche Unterstellung, aber im Endeffekt, wie gesagt, die Spritze, die hat gar nichts gebracht. Ich glaube auch nicht, dass es eine Spritze gibt gegen Hexenschuss. Was willst du da mit der Spritze machen? Höchstens den ganzen Rücken betäuben, aber wenn du den Rücken betäubst, wirst du auch nicht mehr laufen wahrscheinlich. Also von daher, Hexenschuss muss man, glaube ich, ja, aussitzen, ausliegen, liegen am besten. Sitzen geht dann auch nicht mehr gut. Meinst du die Brückenbaumod? Fragt der Arnie, den ich spinne, die kenne ich. Ja, damit müsste es eben gehen. Also das müsste die Mod sein, die der Daniel mir, glaube ich, geschickt hat tatsächlich. Ich muss nachher nochmal gucken. Werde ich machen. Mittwoch und Donnerstag total krumm gelaufen. Oh je, der arme Juvo. Ja eben, ich kenn's. Ich weiß noch, ich bin dann... Das war nämlich im Sommer. Das Spiel war am Samstag, genau. Und da bin ich am Samstagabend, bin ich dann noch zum Arzt mit der Frau vom Masseur. Danach bin ich nach Hause. Konnte ja nicht gar nichts mehr machen. Und am Tag drauf hatte ich in der Badeanstalt abgemacht mit Kollegen. Und da wollte ich halt nicht absagen. Das hätte man filmen sollen. Also mal A, wie ich da hingekommen bin und B, wie ich mich dann in der Badeanstalt bewegt habe. Also wie so ein 110 Jahre alter Greis, der künstliche Hüften hat und seine Beine auch irgendwie nicht mehr wirklich funktionieren. Also das, ich habe mir danach gedacht, das hätte ich besser nicht gemacht. Weil da haben die Leute teilweise komisch geguckt. Das ist auch klar, du kannst dich ja nicht bewegen. Und dann beweg dich mal. Und dann noch in der Badeanstalt in der Badehose. Halleluja. Das war keine gute Idee. Vorausgesetzt, Heise findet sein böses Kabel noch vor Sonntag. Ja, das kommt natürlich, da hast du recht, Daniel. Das kommt natürlich schon noch auch darauf an. Deswegen grundsätzlich sind am Sonntag Formel 1 Rennen. Grundsätzlich. Das würde aber eben tatsächlich bedingen, dass ich bis Sonntag 20 Uhr spätestens dieses blöde Kabel wieder habe. Wahrscheinlich muss ich morgen wirklich das Bett wegziehen, den Schreibtisch mal ein bisschen vorrücken, dass ich wirklich mal einfach den ganzen Bereich
der möglich ist, durchsuche. Aber das ist an der Arbeit, also da graut es mir jetzt schon davor. Weil da müsste ich noch die Monitore, alle abräumen. Da habe ich irgendwie auch keinen Bock zu. Ich wollte morgen eigentlich noch aufnehmen. Also will ich nicht nur, sollte ich auch. Und dann brauche ich die Monitore. Ja, aber ihr seht, mich beschäftigt das tatsächlich. Wie doof kann man denn sein, dass einem Kabel beschäftigen? Also das gibt's doch nicht. Ich weiß genau, wenn der Stream vorüber ist. Ratet mal, was ich mache. Kein Scherz, ich kann es euch schwören. 10 Minuten nach dem Stream bin ich wieder hier unten und gucke, wo das Kabel ist. Weil das macht mich irre, wenn ich sowas nicht finde. Das ist völlig dämlich. Es gibt den Staudamm aus dem Turiel. Was für ein Turiel denn, Luciandra? Ja, einen Staudamm gibt es. Ja, ja, den habe ich, glaube ich, auch installiert, Luciandra. Aber der Arni meint halt tatsächlich Dämme. Dämme, so wie es sie bei, also zumindest bei Trainfever gab es die mit Sicherheit als Mod. Und bei Transportfever 1 gab es die eben, glaube ich, auch. Also Steindämme. So wie man die halt kennt. Nicht ein Staudamm. Aber eben, vielleicht gibt es die tatsächlich in dieser Mod, die Daniel geschickt hat. Das weiß ich noch nicht. Falls du noch eine schöne Dampflok zusätzlich brauchst, da gäbe es die 18201 aus dem Steam-Workshop. Habe ich vielleicht sogar schon. Müssen wir nachher gucken, die Spinne. Also wenn wir die Lok aussuchen, wir können... Schreib das doch dann nochmal rein. Dann suchen wir mal, ob wir die haben. Ich weiß es nicht auswendig. Ich weiß vor allem nicht auswendig, was ich jetzt aktiviert habe und was nicht. Das ist eher zufällig passiert. Abgesehen von den Bahnhöfen, die habe ich ganz bewusst genommen, weil es logisch ist, dass wir heute wahrscheinlich mindestens mal 2 Bahnhöfe irgendwo hinsetzen. Ja, so habe ich mich gefühlt. Aha, Juwa, ja eben. Ja, so wie ich in der Badeanstalt, das ist unschön. Die kennt heiße schon, wurde im Let's Play verwendet. Ach, diese 18201, okay. Ja, das kann natürlich sein. Weiß ich auch nicht auswendig. Kommt es nur mir so vor oder hat der gute Heisi eine angeschwollene Nase? Nein, ein bisschen schon. Ich bin wieder leicht erkältet. Ist aber nicht schlimm. Also vor allem, ich wusste, als ich aufgestanden bin, habe ich eine Niesorgie hinter mich gebracht. Das war sagenhaft. Ich war nur noch am Abniesen. vielleicht ist irgendwie deswegen die Nase ein bisschen zu. Keine Ahnung. Aber müsste, glaube ich, schon gehen. Wehrlich YouTube, hallöchen, deine erste Nachricht. Herzlich willkommen hier bei uns. Die Brücken und Dämme von mir sind Käse, die habe ich auch auf meiner Map. Erstens sind die Bögen von der Brücke gelb und zweitens kannst du mit denen überall rüber über die Straßen schienen, aber die Straßen und Schienen werden nicht ausgespart. Aha, okay, das ist die Mod, die du mir empfohlen hast. Ja, das ist natürlich schade, definitiv. Kann man denn nicht einfach, es gibt doch diese Dämme, dass man die irgendwie, dass die jemand konvertiert, der weiß, wie das funktioniert. Das wäre eigentlich eine Idee, finde ich, dass das nochmal jemand machen würde. Und einfach die alten, die wir haben, halt konvertiert. Dann hätten wir die nämlich dann bei Transportfever 2 und die Dämme, die waren eben gut, die waren sehr gut. Da hattest du einfach, du hast ja, wenn du eine Brücke machst, die Möglichkeit, eine Brücke auszusuchen, was du halt installiert hast, oder eine Aufschüttung zu machen. Und bei Transportfever 1, wenn ich mich richtig erinnere, war da eben das zusätzliche Menüpunkt noch, dass du einen Damm hast. Und das fehlt halt einfach leider. Und was halt auch immer noch fehlt bei Transportfever 2, Güterbahnhöfe. Es gibt, glaube ich, 2 verschiedene Güterbahnhöfe. Also vom Spiel her gibt es 2. Einfach Kopfbahnhof oder Durchfahrtsbahnhof. Und dann gibt es noch diesen Containerbahnhof. Ansonsten gibt es keine Güterbahnhöfe. Warum denn das? Es gab doch bei Trainfever Hunderte, es gab bei Transportfever 1 gefühlt auch hunderte von Güterbahnhöfen. Und Personenbahnhöfe gibt es zuhauf. Da gibt es natürlich auch extrem schöne. Der Berliner, der jetzt rausgekommen ist, ist der Hammer. Da gibt es aber andere schöne noch. Aber Güterbahnhöfe? Ich weiß auch nicht. Die macht irgendwie keiner. Ich weiß nicht warum. Komisch. Sag mal, wie viele Lieder habe ich hier? Das gibt's doch nicht. Das ist immer nach 2 Minuten ist das hier wieder zu Ende. Machen wir halt nochmal. Wie gesagt, kostet ja nichts. Hast du hoffentlich nicht ein Kabel mit dem Handtuch in die Wäsche geschmissen? Das wäre theoretisch sogar möglich, aber meine Frau hätte das mit Sicherheit gemerkt, weil sie das Handtuch ja irgendwie wahrscheinlich entknüllt. Weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie ein bisschen zusammengeknüllt gewesen. Das nimmt sie auseinander, wenn sie das in die Wäsche reintut. Dann hätte sie es auch gesehen.
Ich frage mich tatsächlich, ob ich es mal irgendwie rausgetragen habe. Aber warum sollte ich denn so ein Kabel raustragen aus dem Zimmer? Das macht auch keinen Sinn. Ich weiß ja, wie es passiert ist. Das war eh am Sonntag. Am Sonntag nach dem Stream. Da habe ich das Lenkrad abmontiert und daran gezogen. Und das sollte ich nicht, weil ich soll es erst ausstecken. Und habe daran gezogen und dann hat es eben diese Verbindung getrennt. Und irgendwo ist jetzt dieses Kabel, was links war, das ist weg. Aber wo zum Geier soll das hingeflogen sein? Aber eben, dadurch, dass das so passiert ist, kann ich es eigentlich nicht rausgetragen haben. Ich hatte das gar nie in der Hand. Es ist, Ja, sind von guten Joe Fritz. Genau, Brücken- und Dammbaumod beim Transporterforum. ja, Joe Fried war aber eben, das war der Modder von den Sachen von Transportiver 1. Oder redest du jetzt vom Tender von Transportiver 2? Dass es dort irgendwie so von Joe Fried noch was gibt? Wüsste ich nicht. Brücken- und Dammbaumod. Ja, irgendwie sagt mir das was, aber dann musst du den Damm wieder selber bauen. Ist das das, wo du irgendwie... Und ich möchte die Dämme nicht selber bauen, ich möchte das anklicken und den Damm haben. Ich bin da ein Mensch, der gerne, wie soll ich sagen, nicht auch noch einen Damm basteln. Ich möchte auch nicht die Brücken zusammenbasteln. Ich möchte sie nutzen. Von daher. Ach so, sorry, ich dachte Staudämme. Ja, kein Ding, Lucian. Hätte ja auch sein können, dass wir von Staudämmen reden. Und den Staudamm, den habe ich aktiviert. Also ich weiß, ich rede jetzt von der normalen Map, die wir haben, die jeden Tag kommt. In der Streaming-Map drin, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich aktiviert habe, außer die Bahnhöfe. Das werden wir sehen, wenn wir dann das Spiel starten. Ali, wenn das passiert sein sollte, kann er jetzt mit der Waschmaschine F1 fahren. Ja, das ist könnte man mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass die schnell ist. Genau, Waschmaschinen-LP. Wann geht's los? Ja, ich würde sagen, ich spinne, du hast einen guten Moment erwischt, um zu fragen. Weil ich würde sagen, jetzt in den nächsten Minuten. Ich werde das so machen, wie wir das früher gemacht haben jeweils. Ich schalte mal in Pausenbildschirm kurz für 2-3 Minuten und werde in der Zeit, oder nee, muss ich nicht mal. Den muss ich sowieso erst wieder einrichten. Den habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich werde einfach das Spiel starten. Und dann landet ihr ja automatisch dann im Spiel drin. Dann seht ihr vielleicht schon mal einen ersten Eindruck. Ich glaube, ich habe die Kamera so vor der Stadt irgendwie platziert. Und in der Zeit kann ich ja noch mal kurz aufs Klo etc. und ein paar Sachen machen. Also, machen wir das so. Dann können wir das jetzt aber auch starten. Das heißt, ich baue hier noch ganz kurz um. Und mache hier mal noch die Kategorie Transportiver 2, da haben wir es schon. Dann stimmt die Kategorie eben. So, dann kommt ihr, beziehungsweise... Ja, jetzt muss ich zwar gucken, haut es mir hier auch die Fenster zusammen bei Transportiver 2? Das weiß ich gar nicht. Werden wir rausfinden. So, das kommt hier hin. Jawohl, schön schlank machen, damit ich meine OBS noch sehe. Bei Joe Fried seiner Brückenbaumod kannst du die Dämme auswählen, ist aber alles sehr eng beieinander. Ah, okay. Gut, ja, da müsste ich doch noch. Ich glaube, die habe ich tatsächlich auch installiert. Dachte ich. Bei mir am Handy spinnt ein bisschen das Internet, ladet immer wieder. Queen to Gaming, ich bin mir nicht sicher, ob es an deinem Handy tatsächlich liegt. Eben, wie gesagt, Twitch hat da irgendwie im Moment offensichtlich ein paar Probleme, sodass immer mal wieder irgendwie was stockt, macht und tut. Da kann ich nichts für, da kann wahrscheinlich das Handy nichts dafür. Gut, also. Ich starte das mal. Die Musik lasse ich mal noch ein Momentchen laufen, weil die habe ich deaktiviert. Die aktivieren wir dann, wenn wir im Spiel drin sind. Und dann würde ich sagen, schalten wir rüber, sobald ich hier ein Bild habe. Dauert immer ein Momentchen. Steam habe ich? Doch, Steam. Steam habe ich geladen. So, gut, können wir mal rübergehen. Dann wären wir hier bei diesem wunderbaren Spiel. Spiel laden. Jetzt muss ich gucken. Ich habe das als Stream 00 oder sowas, glaube ich, gespeichert. Dachte ich. Ja, hier. Der hier ist es. Das war die erste Version und das ist die Version. Da sind halt schon ein paar Mods drin. Gut, also das können wir starten. Ich starte das und bin dann aber kurz so 4-5 Minuten weg. Und ja, sobald ich wieder da bin, fangen wir an zu spielen, wenn das okay ist. Also, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Na, Schnee haben wir. Sehr gut. Ich würde mal sagen, ich deaktiviere mal die Musik. Einmal hier. Ja, das hat geklappt. Und dann aktivieren wir die Spieleinterne. Und dann gucken wir uns die Map mal kurz an. So. Das müsste soweit passen. Schöne Stadt, Oberböser. Ist das tatsächlich schon das, was ich als Oberböser gedacht habe? Das könnte sogar sein. Hier, wir haben Seen, wir haben alles Mögliche. Wir haben das Ganze eher alpin, sage ich mal. Halt mit Bergen, ein bisschen hügelig. Also hügelig ist es nicht ganz auf dem Maximum, sondern fast auf dem Maximum. Und wir haben Wasser und ich glaube, das Spiel stürzt ab. Kann jetzt aber... Oh, tatsächlich. Okay, Spiel stürzt ab. Warum stürzt jetzt mein Spiel ab? Das ist ganz neu. Okay, wir starten es nochmal. Och nö, come on. Nein, Steam, das Spiel läuft nicht mehr, glaub's mir. Na, das geht ja gut los, Halleluja. Da gibt es wenigstens vernünftige Bäume, die nicht vor lauter Angst ihre ganzen Blätter im Winter abwerfen. Ja, wenn's, wenn die Map läuft schon, ja, sonst wird's eher eng. Habe ich da doch schon wieder irgendwie eine Mod drin, die nicht passt? Also eigentlich sollte ja eigentlich nicht abstürzen. Naja, wir laden's nochmal. Wir haben ja Zeit. Was soll's? Also 0-0. Start. Und dann die Maus in Ruhe lassen. Ich habe schon festgestellt, was Transportfieber tatsächlich nicht mag. Ich gehe teilweise auch beim Ladebildschirm nochmal raus, damit ich auf den anderen Bildschirm noch was machen kann. Wenn ich dann aber mit der Maus hier auf diesen Ladebildschirm klicke, dann fängt plötzlich an, das Rad zu drehen und dann stürzt es beim Laden ab. Warum, weiß ich auch nicht. Also das habe ich schon ein, zwei Mal gehabt. Und vielleicht habe ich jetzt beim Hinsitzen wieder irgendwie die Maus nochmal kurz berührt und dann hat es da reingetappt und deswegen ist dann abgestürzt. Keine Ahnung. Eine Stadt muss wieder Heisenberg City sein. Ja, wir gucken, wenn das Spiel uns lässt, gucken wir uns gleich mal nochmal an die Map. Und dann schauen wir mal, welche Stadt wie heißen könnte. Ich glaube, Oberböser haben wir tatsächlich schon gesehen. Das müsste die gewesen sein, wo es jetzt angefangen hat. Ich wäre für eine Stadt namens Atlantis. Ui, okay. Der Daniel wieder mit Spezialwünschen. Ja, können wir auch machen. Wir schauen mal. Aber ich möchte jetzt nicht einfach nur Städte benennen. Ich möchte tatsächlich, dass hier ein Zug fährt heute. Definitiv. Atlantis wäre ziemlich eingefroren. Mhm. Wär's. So, ich klicke nicht. Ich warte. Ich habe Geduld. Ich habe Geduld gelernt. Man muss geduldig sein. Man soll geduldig sein. Ganz traditionell nenne eine Stadt München. Nö, das ist ja langweilig. Schade, dass es abgestürzt ist. Ja, kann man so sagen. Ist kein gutes Zeichen, aber eben, das kann natürlich wirklich sein, dass ich reingeklickt habe hier und dann irgendwie dann etwas nicht mehr gestimmt hat. Wenn es jetzt wieder abstürzt, dann werden wir die Map ohne Mods laden. Ganz einfach. Dann machen wir das mal erstmal mit den Vanilla-Sachen. Weil dann ist irgendwas drin, was sobald es gezeigt wird oder sobald ich drauf komme, dass das Spiel dann eben abstürzt. Das ist tatsächlich möglich. So, jetzt dauert es nochmal. Aha. So, also hier, das wäre, glaube ich, tatsächlich unser Oberböser. Markets, das klingt aber auch gut, guck mal. Markets Höchheim. Das wäre ja fast schade, wenn man das umbenennen würde. Haben wir denn nicht nochmal irgendwo ein Städtchen, das irgendwo in den Bergen ist? Wir können natürlich auch eins bauen. Guck mal hier, wenn wir hier eins reinpfeffern, ein Städtchen, das würde ja auch gehen. Gablingen. Und hier hinten ist es, glaube ich, abgenippelt vorher. In Untertiengau. Ja, aber es ist schon, also am Oberböser-Oidsten. Also am ehesten geeignet für Oberböser ist halt tatsächlich dieses Margret Höchstdings. So, habe nun rausgefunden, wie ich den Chat am TV ausbilde. Das freut mich, Fabian. Herzliche Gratulation. Kommt, machen wir hier einen Oberböser draus. Dann haben wir das. Oberböser. Herzlich willkommen hier bei uns. Und jetzt, weil ihr es gesagt habt, noch ein Heisenberg City. Und dann würde ich es aber mal... Nee, in Atlantis für Daniel machen wir auch noch. Wenn du baust, denk daran. Ja, ja, zuerst den Bahnhof. Aber ich baue jetzt keine Stadt, sondern wir verbinden jetzt dann gleich mal eine. Wo könnten wir denn Atlantis haben? Atlantis wäre sicher eher am Ende. Sollen wir hier Atlantis machen? In unter... Unter wie viel? Unter Thiengau. Aha, okay. Aber hier Daniels Atlantis. Das passt schon mal. Und dann bräuchten wir noch ein Heisenberg City. Das würde ich irgendwo ins Wasser setzen. Wo haben wir Wasser? Überall haben wir Wasser. Aber hier haben wir kein Städtchen. Das hier. Grafenhausen. Ja, so direkt am Wasser ist es nicht.
Ja, aber gut, machen wir daraus. Heisenberg City. Und dann würde ich es jetzt aber mal dabei belassen, weil jeder hat wieder andere Wünsche. Der eine möchte sein Nachbarkaff, der wieder nächste möchte sein Heimatkaff. Wieder einer möchte noch einen Kaff. So, Dankeschön. Ja, nicht dafür. Passt schon. Gut. Eine Stadt Rorschach oder St. Gallen? Ja, könnte man natürlich auch noch mal. Komm, wir machen noch einen Rorschach, meinetwegen. So, ich wollte eigentlich eh. Das machen wir jetzt vielleicht dann als 8. Staffel. Ich wollte mal die Bodensee-Map noch testen. Das Problem, was ich dort habe, ist, da kann ich keinen Schnee laden. Ich kann dort nicht das Snowy-Dingens einstellen. Das geht nicht. Und das ist die Voraussetzung, damit du den Schnee tatsächlich aktivieren kannst. Matchplaying, danke für den Follow. Berlin. Nee, nee, jetzt, wir machen jetzt nicht hier Städte-Dingens. Wo machen wir die erste Strecke? Ich würde sagen, das... Oh, ich dachte schon, oh Gott, ich dachte schon, wenn das Bild jeweils stehen bleibt. Nein, jetzt nicht wieder abstürzen. Wir machen mal eine Strecke von Oberböser. Wenn ich es noch finde. Wo war das denn gleich nochmal? Heisenberg City da hinten. Von Oberböser mit einer schönen Dampflok nach. Das muss ja jetzt nicht unbedingt gleich die nächste Stadt sein. Das kann ja auch was anderes sein. Machen wir dann eine Strecke. Ja, machen wir eine Dreierstrecke. Wir halten hier in Brettdorf vom Moor und düsen nach Heisenberg City damit, würde ich vorschlagen. Gut, also Bahnhof. Hier für dieses verschlafene Oberböser. Mal gucken, was wir alles haben. An Personenbahnhöfen. Ja, bis jetzt nur die. Wir haben hier 1950, wie man sieht. Das heißt, der Lütticher Bahnhof fehlt noch und so weiter. Das ist aber okay, denke ich. Dresden hätten wir. Aber ich würde sagen, so für dieses kleine Städtchen Oberböser ist doch eigentlich auch sowas hier gar nicht so schlecht. Ja, oder wie wäre es mit dem Standardbahnhof in Alt? Mal ein bisschen kürzer machen. Gleise machen wir mal 4 Stück. Wäre halt noch schön, wenn der hier so wäre. Und dann mit den Gleisen ein bisschen durch die Stadt durch. Irgendwie so. Aber ich glaube, da muss die Straße nochmal weichen. Tollensee 59, Hallöchen. Bagger, Bagger. Die erste Amtshandlung, die wir hier haben, ist tatsächlich, wir reißen was ab. Aber das muss man halt manchmal auch. So ein bisschen drehen. Und dann kommst du mal hier hin. Den können wir noch ausbauen später. Ja, schön in den Fels rein hier. Allerdings, das sieht mir schon wieder zu abgeschraffelt aus. Kann ich das irgendwie in irgendeiner Form entschärfen? Nö, geht nicht. Können wir nicht entschärfen? Gefällt mir nicht. Wisst ihr was? Ich nehme ihn nochmal weg. Dann ist nämlich die dritte Amtshandlung ebenfalls etwas abzureißen. Und wir setzen den hier ein bisschen weiter vorne hin. Ja, jetzt gefällt es mir besser. Das sieht definitiv besser aus. Allerdings, wir brauchen hier noch eine Straße. Wenn ich jetzt hier eine Straße hinmache, dann haben wir, wenn wir Pech haben, wieder das, was wir vorher hatten. Ja, so geht schon mal gar nicht. Das ist halt, wenn man es natürlich im Gebirge hier... Ne, das ist eigentlich okay. Guck mal, hier ist... Das ist okay, das können wir so machen. Schnell die Kurve aktivieren. Und dann gucken, wo wir hier reingehen. Ja, irgendwas müssen wir abreißen. Dann reißen wir mal. Die müssen weg. Und hier hinten das Ganze, hier haben wir Platz. Können wir es so machen. Da wird auch nochmal ein Gebäude weggenommen. Ist okay. Gut, der erste Bahnhof sitzt. Nimm gleich mehr Gleise beim Bahnhof. Du wirst sie brauchen. Ja, eben. Wir haben jetzt mal 5 genommen. Wir können ja mal schnell gucken. Ja, da kann ich ja nochmal ranbauen. Eben, das geht. Ich würde das für den Moment mal so lassen. Weil 5 Gleise, klar, eben. Wobei, das sind nur 4. Habe ich nicht 5 gewollt? Ist der angeschlossen? Jetzt ja. Ach so, hier. Ja, das ist eine gute Frage. Sonst kriegen wir vom Spiel eigentlich eine Meldung, wenn ich hier laufen lasse, dass der nicht angeschlossen ist. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Jetzt stottert sie aber schon wieder. Alles okay, Spiel? Doch. Das ist eine gute Frage, ob der angeschlossen ist. Ich glaube nicht, da hast du recht. So auch nicht. So, auch nicht. Das müsste ich tatsächlich hier machen, aber das kriege ich so, glaube ich, nicht hin. Ja, müssen wir nochmal kappen. Das funktioniert so nicht. So, irgendwie muss die Straße weiter runter. Jetzt ist er angeschlossen. Okay. Jetzt komme ich aber hier wahrscheinlich nicht mehr rein. Doch, komme ich tatsächlich immer noch. Ja, und das geht auch. Sauber, danke für den Hinweis. Jetzt hängt das Ding dran. Gut, allora, Gleise. Ich würde hier rücksichtslos tatsächlich hier durch, mitten durch die Stadt durch mit den Gleisen. Wo müssen wir hin? Was haben wir gesagt? Nach da hinten, also hier vorne dann zu einer Kurve ansetzen. Dann haben wir uns mal ein Gleis. Gerne sowas.
Wir machen das ohne Oberleitung, zumindest den ersten Zug, weil, wie gesagt, das soll eine Dampflokomotive sein. Ich mach's mal so. Jetzt müsste man eigentlich das wieder umgekehrt. Wisst ihr was, wir machen kurz einen Break. Und kappen das hier. So, damit wir mit dem Gleis zuerst durchkommen. Sonst huggelt das Gleis dann wieder. Also, das wäre mal so. Die Straße kriegt er gleich wieder. Oder wir machen halt eine Umfahrung. Das werden wir nachher sehen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich, wenn ich für eine Dampflok baue, die Oberleitungen wegnehme. Ja, wir spielen ohne Carsten. Ja, weil ich habe ein ganzes Let's Play gemacht mit Carsten. Und ja, auf der schwersten Stufe. Und was wir dann hatten, ist, dass wir irgendwie nach, keine Ahnung, 30 Folgen hatten wir Milliarden auf dem Konto. Weil ich spiele das Spiel schon länger. Also ich behaupte jetzt mal frech, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Das ist nicht interessant, weil du limitierst dich einfach. Also wenn wir jetzt mit Carsten spielen würden, dann könnten wir das, was wir hier machen, schon gar nicht machen. Das würde nicht gehen. Ich kann nicht als erstes gleich eine halbe Stadt abreißen. Das ist viel zu teuer. So, hier hätte ich gerne noch irgendwie das Ganze so. Ach nö, ihr müsst jetzt nicht gerade die Straße dahin machen. Komme ich da noch rein? Ja gut, dann könnt ihr die Straße dahin machen. Dann ist mir das egal. Jo, das ist okay so. Da müssen die Anwohner aber wirklich gut mit ihrem Gartenzaun aufpassen, wenn es dahinter 10 Meter nach unten geht. Der Name ist Gelle. Das ist halt so wie in der Schweiz. Da kannst du natürlich auch, wenn du hier im Garten, wenn du hier Fußball spielst als Kind, dann weißt du, dass du hier hinten nicht hin sollst. Weil sonst ist dann irgendwann 10 Meter runter. So, gut, ist halt die Schweiz, ist halt hügelig. Wobei, wer sagt, dass wir hier in der Schweiz sind? Das ist halt einfach irgendwie schneebedeckt, das Ganze. Muss ja nicht die Schweiz sein. Sollen wir hier ein bisschen der Straße folgen? Das mache ich eigentlich immer sehr gerne. Das bremst uns natürlich aus. Ist aber eigentlich immer relativ schön. Wir können ja gucken, dass wir nachher dann an Tempo rankommen. Und jetzt würde ich gerne aber in der Stadt hinten. Da ist die Krümmung zu groß. Okay. Die ist tatsächlich zu groß. Das müssen wir irgendwie so bauen. Okay, machen wir das so. Dann ist die Krümmung hier nicht mehr zu groß. Also, irgendwie die Straße zurückgeben, weil das ist fies. Wir klauen denen die Straße und geben sie nicht zurück, so sind wir nicht. Hier, einfach hier rein. Das wäre schon mal okay. Und jetzt fehlt im Prinzip hier ein Übergang. Da würde ich eigentlich eine Brücke gerne haben. Aha, geht aber nicht, zumindest nicht so. Und das so machen. So ein bisschen geschwungen. Ja, gibt es eine Brücke. Allerdings, hier ist die Steigung zu groß und man sieht auch... Nee, das gibt wieder so einen komischen Huckel. Das ist einfach mit dem Huckel ist Käse. Wir müssen es anders machen. Wie machen wir das am besten? Von weiter hinten kommend. Oder wir machen halt eine klassische Brücke, nicht eine Bogenbrücke. Das würde natürlich auch gehen. Allerdings irgendwie sowas halt so rüberschwingen. Das hat schon einen gewissen Reiz. Das ist dann halt relativ charakteristisch. Allerdings... Wir sind in Oberbösa. Ich würde jetzt hier nicht irgendwie was extrem Modernes machen. Die Straße zurückgeben. Habe ich gemacht. Sind wir gerade dran. Ich würde hier nicht was Modernes machen, sondern in Oberbösa würde ich tatsächlich... Jetzt haben wir die Holzbrücke nicht. Aber wir hätten die Steinbrücke. Wenn ich hier nochmal runtergehe... Geht nicht. Ich komme mit N nicht weiter runter. Mach mal so. Doch, jetzt geht's runter. Ja, so wäre das. Das ist doch eigentlich cool. Mir gefällt's. Allerdings, wir haben eine Brückenpfeilerkollision. Ja, ich sehe es auch. Die stehen mitten auf dem Gleis. So, so geht's. Ja, gefällt mir. Und Verkehr haben wir auch schon, interessanterweise. Heißi, mach bitte den Tram und benutzt die MGT. Ich weiß nicht, ob ich die habe. Ob ich die Tram habe. Und ich möchte jetzt nicht einen Tram machen als erstes, sondern als erstes möchte ich jetzt tatsächlich eine Dampflokomotive haben, die durch den Schnee durchfährt. Holzbrücke hätte ich gemacht, Daniel, aber du hast gesehen, wir haben sie nicht. Ich weiß nicht, ist das eine Mod, die Holzbrücke? Ich glaube schon. Die habe ich wahrscheinlich in dem Fall nicht geladen. Da muss ich die fürs nächste Mal noch laden. So, die hätten wir jetzt, glaube ich, wieder soweit, stillgelegt, die Oberböser Menschen. Also dahingehend, dass sie jetzt die Straße wieder haben. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir wollen nach da hinten. Ja, da folgen wir nochmal der Straße. Allerdings würde ich es jetzt vielleicht ein bisschen großzügiger machen. Ja, wieso? Weil sonst haben wir tatsächlich den Effekt, dass wir gar kein Tempo aufbauen können. Ja, ich würde aber doch gerne hier wieder an die Straße ran. Muss das nochmal weichen.
So, irgendwie so. Dann irgendwie hier rein. Dann das Zweigleisige nicht vergessen. Das wäre hier hinten. Hier funktioniert es auch. Hier ist nichts irgendwie zu krumm oder zu steil oder zu weiß der Kuckuck. So. Dann da rein. Und das sieht doch dann mit Sicherheit cool aus, wenn das eine schöne Dampflok ist mit ein paar schönen Wagen. Wenn die eben hier entlang düst. Hier ist bereits das Städtchen. Bredor. Nee, was? Bredorf. Dorfer Moor. Kenne ich so auch nicht. Gut, dann braucht ihr auch einen Bahnhof. Bevor wir hier weiterbauen, müssen wir mal wissen, wo wir mit dem Bahnhof hin wollen. Wir nehmen mal den hier. Wir können die Bahnhöfe später auch wieder austauschen. Also wenn wir dann die anderen Bahnhöfe noch haben. Oder wir könnten hier natürlich, wisst ihr was, wir machen es anders. Ich gehe hier mal auf 2000. So, weil dann kommen schon mal definitiv neue Fahrzeuge. Und wenn wir jetzt gucken... Ah, seht ihr, da haben wir eine ganz andere Auswahl. Weil es ist schade, wenn wir dann überall bei den Städten alte Bahnhöfe haben und die dann eben doch nicht ersetzen. Allerdings, das ist für uns hier keine Metropole, dieses Bredorfer Moor oder wie das heißt. Ich würde hier irgendwie sowas machen. Machen wir mal trotzdem mit auch 4 Gleisen. Durchgangsgleise brauchen wir eigentlich keine. Und setzen dich mal irgendwie hier hin. Das ist so ein kleiner Regiobahnhof. Zumindest sieht er so aus. Wo machen wir dich hin? Vielleicht sogar eher auf der Seite. Hier hinten. Das wäre doch, glaube ich, gar keine schlechte Stelle. Mal dich nochmal drehen. Und dann machen wir hier den Straßenanschluss. Dann können wir hier nämlich auch nochmal durch die Stadt durch mit den Gleisen. Das finde ich eigentlich noch reizvoll, dass wir hier nochmal durchgehen. Wir sind ja eher auf der Seite. Das heißt, nein, ich brauche nicht einen Bahnhof. Ich brauche ein Gleis. Du hast in der 7. Staffel die MGT6 aus Mülheim benutzt. Aha, sonst hast du nur noch die Bochumer, die aus Oberhausen und die aus Halle. Also die Tram meinst du, F1 Zerstörer. Das kann sein. Ich bin kein Tram-Fan in dem Sinn. Ich kenne mich mit Trams überhaupt nicht aus. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich hier geladen habe, eben. Ihr seht ja, sogar die Holzbrücke fehlt eigentlich. Jetzt mache ich das Gleis aber so, wenn es geht. Ja. Auch wenn es ein bisschen huckelt, weil sonst muss ich hier den ganzen Stadtteil nochmal abreißen. Das fände ich irgendwie schade. Hier darf es auch mal ein bisschen huckeln, würde ich vorschlagen. So, einmal unauffällig folgen. Dankeschön. Jetzt hier rüber zwitschern. Aha, geht nicht. Machen wir es in kleinen Schritten. Dann sollten wir es eigentlich hinkriegen. Haben sie gleich wieder was hingestellt? Hartnäckig. Nee. Muss ich die Straße doch noch kappen? Hier haben wir jetzt so einen Hugel drin. Ja, das geht nicht. Oder wir machen es anders. Moment, ich kappe das hier nochmal. Nein, nicht Straße, sondern Schiene brauche ich. Sag mal. Wo haben wir denn die Schiene? Nicht Gebäude. Man reiche mir die Schienen hier unten. Ich habe gerade was anderes überlegt. Aber nee, wir machen es so. Die Frage ist halt... Nee, das geht tatsächlich nicht. Da muss ich die Straße kappen. Die hat irgendwie so einen komischen Hugel drin. Also, hier müssen wir die Straße auch wieder ersetzen. Ganz klar. Machen wir auch. So, einmal so. Dann könnt ihr die Straße zurückhaben. Nehmen wir mal die hier. Wir sind bei Städtisch, das ist richtig. Und dann gibt es hier je nachdem einen schönen Bahnübergang. Allerdings, wenn, dann müssen wir es wahrscheinlich so machen. Ja, okay, machen wir mal. Aha, da gibt es nochmal neue Lokomotiven. Ganz klar, wir sind jetzt im Jahr 2000. Da gibt es natürlich immer wieder neue Sachen. Auf der Strecke sehe ich aber auch eine Diesellok mit einem Personenzug. Maudi Matz, guten Abend. Hallöchen. Ja, Gelle könnte man natürlich auch machen. Aber ich würde sagen, ich möchte jetzt halt tatsächlich zuerst eine Dampflokomotive haben, die aus Oberböser rausfährt. Aber was soll uns daran hindern, später, wenn wir... hier nochmal einen Zug raufsetzen, wenn er auch in die gleiche Richtung muss, dass dann eine Diesellok natürlich dazu kommt. Das können wir mit Sicherheit machen. So, angeschlossen hätten wir es. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass die Städte hier nochmal ein bisschen ranbauen. Und jetzt wollen wir aber noch eins weiter, haben wir gesagt, darunter nach Heisenberg City. Das heißt, wir machen hier die Biege. Und zwar mit einem Gleis. So, irgendwie... Ja, schön geschwungen da rein. Im Prinzip, wir bräuchten hier eigentlich keine Weiche, aber ich habe halt trotzdem gerne im Bahnhofsvorfeld drin eine Weiche, damit der Zug dann, ja vor allem wenn es eine andere Linie ist, dass der dann selber aussuchen kann, wo er hin will und nicht von uns genötigt wird, weil er keine Weiche hat.
So, straight ahead hier lang. Ja, da unten wäre Heisenberg City. Wir gehen hier mal so ein bisschen ins Tal rein. Ja, das war ja bei kleinen Schritten, weil sonst haben wir dort einen Tunnel. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Tunnel, überhaupt nicht. Aber ihr kennt mein Credo dahingehend. Gibt das eine fette Brücke? Okay, statt einem Tunnel kriegen wir jetzt einfach eine Brücke. Ich habe auch nichts gegen Brücken, aber wenn sie dann irgendwie zu lang sind, wo wäre das dann wieder fertig mit der Brücke? Wo ist mein Knubbel? Sag mal, irgendwie kommen wir hier wieder mal auf den Boden zurück. Doch, da müsste eigentlich, das wäre wieder Boden. Ja. Hat was, warum nicht? Natürlich nicht jetzt irgendwie das, was wir hier haben, sondern eine schöne Brücke. Sollen wir nochmal die Steinbrücke nehmen? Nee, die hat einen Fehler. Guck mal, da gibt es auch eine Mod, dass das korrigiert wird. Da müssen wir die noch laden. Jetzt haben wir hier aber weitere Brücken. Ist da die Steinbrücke dabei? Nee, die Steinbrücke? Nö, haben wir tatsächlich nicht. Hm, schade eigentlich. Was würde hier denn noch hinpassen? Betonbrücke. Ja, die ist irgendwie... Nein, nein, nein. Oh, die ist halt schon. Die haben wir natürlich auf der anderen Map relativ oft. Aber das ist halt einfach auch eine extrem coole Brücke. Ich nehme tatsächlich die. So, und jetzt holen wir uns das zweite Gleis. Zu lang. Nee, ich finde sie cool. Guck mal, die ist von hier bis hier. Und überbrückt natürlich ein bisschen das Tal. Also ich finde die gar nicht schlecht so. Ich bin sonst auch kein Fan von Brücken. Wenn die zu lang sind, sieht es Käse aus. Und eben, ich mag Brücken nicht, die nichts überqueren. Wenn unter der Brücke nichts ist, das ist meistens irgendwie, dass es halt einfach ein bisschen doof aussieht. Und hier haben wir halt noch nichts drunter, aber es überbrückt halt den Abschnitt hier, würde ich behaupten. So, Heisenberg City. Ich würde sagen, die kriegen einen besonderen Bahnhof. Und bevor wir hier weiterbauen, gucken wir mal, wo der hinkommt. Heisenberg City. Ja, warum nicht zum Beispiel den modernen Hauptbahnhof von Kanji? Wäre eine Idee. Mit 8 Gleisen. Ja, ist was, wir machen 10, 240. Durchgangsgleise, nein. Doppelbelegung, nein. Zweiter Straßenanschluss, ja, auf der anderen Seite. Wenn es nicht zu überqueren gibt, dann baut das Spiel ja auch keine Brücke. Da ist meist ein Tal drunter oder Höhenunterschied. Ja, eben. Immer. Ja, nicht meistens, stimmt. Schön an den Fluss mit dem Bahnhof. Das ist eine gute Idee, Gelle. Das ist tatsächlich eine schöne Idee. Ja, würde ich auch machen. Ich habe jetzt halt gerade wieder überlegt, hier auch nochmal durch die Stadt durchzudüsen. Aber wir können ja auch mal vielleicht die Stadt einfach in Ruhe lassen. Da brauchen wir aber keinen zweiten Straßenanschluss. Irgendwie so. Und vielleicht unten nochmal... Moment, wie viele Gleise haben wir? Wenn wir das Maximum nehmen und den nochmal ein bisschen länger machen. Dann hätten wir hier doch einen staatlichen Bahnhof. Und da machen wir den direkt ans Wasser, würde ich sagen. Allerdings werden wir dort vorne die Straße wahrscheinlich nochmal kappen müssen. Oder wir gehen dann halt mit Weichen rein. Das ist auch eine Möglichkeit. Moment, ich muss nochmal kurz gucken, dass der irgendwie in einer gewissen Form parallel hier zum Wasser ist. Ja, hier ist Feierabend. Aber hier, bis hierhin geht's. Zack, einmal gebonkt. Ja, sieht doch toll aus. Das ist halt schon auch ein sehr, sehr schöner Bahnhof natürlich. Ja, Berliner Bahnhof, den werden wir auch noch nehmen. Ganz klar, den wollte ich aber jetzt nicht für Heisenberg City verbraten. Das machen wir woanders. Gut, wo sind wir stehen geblieben mit La Gleis? Hier oben bei der Brücke, genau. Gleis, nochmal dich hier. Und dann gibt es ja nochmal eine Brücke. Das würde ich aber tatsächlich, glaube ich, bleiben lassen. Jetzt ist halt die Frage, wir könnten natürlich auch hier lang, dass wir hier um die Stadt rumfahren und dann hier in den Bahnhof rein. Oder wir machen den direkten Weg. Ich finde eigentlich die Idee, hier außen rum zu fahren, fast besser. Allerdings, was mir nicht gefällt, ist, dass wir jetzt schon wieder auf eine Brücke kommen. Ja, und wir werden die Brücke nicht mehr los. Immer wenn er verbraten sagt, bekomme ich Hunger. Ja, ich habe Hunger. Nein, habe ich gar nicht. Ich habe gegessen vorher. Was erzähle ich denn? Ich habe jetzt tatsächlich keinen Hunger. Aber jetzt bin ich tatsächlich auch der Meinung, ich möchte hier nicht nochmal eine Brücke haben. Oder wie sieht das aus, wenn wir die halt nochmal nehmen? Nochmal genau die gleiche. Ja, es sieht schon cool aus. Aber ich möchte hier dann halt irgendwann definitiv wieder auf den Boden zurück. Wo ist denn das Städtchen? Nee. Irgendwie so. Ja, dann sind wir hier wieder auf dem Boden. Ja, machen wir mal. Gefällt mir. Also wenn ich das mit den Brücken so sehe, dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass hier ein IC rüberrauscht. Das wäre auch möglich. Aber dafür sind es die falschen Schienen. Der hätte dann keine Freude dran. Echt jetzt schon wieder?
Irgendwie, das gibt's doch nicht. Warum sind wir denn hier die ganze Zeit auf so einer Höhe? Weil sie hier, was halt hier runter geht. Sieht komisch aus mit den Seilen in der Kurve. Nö, wo sieht das komisch aus? Nö, ist doch in Ordnung. Oder meinst du eine andere Kurve? Nee, also mir gefällt es hier. Aber ich habe jetzt hier gerade überlegt, wie wäre es denn, wenn wir das mal aufschütten? Ja, das können wir blähen. Das geht schon. Dann haben wir hier aufgeschüttet. Weil sonst ist im Prinzip der Weg von da hinten, von der einen Stadt da oben hier runter, das ist alles auf einer Brücke. Das gefällt mir nicht. Diesellok vorne an den IC und ab geht's. Ja. Nein, wie gesagt, heute gibt es eine Dampflokomotive. Aber wir werden natürlich jetzt hier nicht nur Dampflokomotiven fahren lassen, weil es eine Schneemap ist. Also das ist auch nicht die Idee. Sondern ich möchte das... Ja, das machen wir auch gleich. Ich möchte das jetzt als erstes einfach mal haben. Und was wir dann in den nächsten Streams machen, da können wir gerne was mit Diesellokomotiven machen. Ganz klar. Kein Ding. So, Achtung, die Heisenberg-Zock-AG kommt wieder. Wir reißen in die Stadt ab. Und wenn wir von hier kommen, in welches Gleis gehen wir da rein, da hinten? Das werden wir gleich gucken. Wenn wir jetzt im Prinzip hier die Gleise legen. Wo ist denn das zweigleisige? Oh, bin ich auf, bin ich auf der richtigen Seite? Sag mal, wo ist... Ne, ich bin genau auf der falschen, guck mal. Eieiei, im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt. Okay, dann machen wir folgendes. So, das abreißen. Und dann mit dem da rein. So, das Ganze, zack, wieder aufschütten. Okay, jetzt müsste es passen. Oder habe ich es jetzt verschlimmbessert, dahingehend, dass es jetzt erst recht nicht stimmt? Ich glaube nicht. Mal gucken. Ja. Da ist der Eingang. Nö, das passt soweit. In das Gleis direkt beim Wasser wäre cool, Heisi. Ja. Moment, ich blähe, bevor ich da was anderes mache, weil das vergesse ich sonst. Halt hier war's. Und wo war Blähen? Das war Blähen. So, einmal volle Pulle. Kann auch die Werkzeuggröße hier noch ein bisschen ändern. So, dann geht das hier ein bisschen auseinander. Und dann sieht das einfach auch schon wieder viel besser aus, wie wenn das so komisch dünn ist, wie es eben gerade war. So, ist eigentlich okay. Ein schöner Schnee, wie ich finde. Also, das klingt jetzt blöd, aber in Spielen Schnee... Sieht nicht immer gut aus. Und bei dieser Mod sieht der Schnee halt einfach gut aus, finde ich. So, also hier rüber. Jetzt haben wir die Straße noch gekappt. Direkt beim Wasser. Das können wir eigentlich schon machen. Das Problem ist natürlich, wenn dann Züge aus der Richtung kommen, von hier, dann sind wir hier falsch. Wir machen hier alles zu. Wisst ihr, was ich meine? Aber dann könnten wir natürlich das Ganze so machen, wenn wir genug weit vom Bahnhof weg sind mit den Gleisen. Dass die Züge, die von hier kommen, dann mit einer Brücke über das Gleis hinweg düsen. Das wäre natürlich eine Option. Und irgendwie die Brücke hier, ich glaube, die macht dann Feierabend. Oder nee, wir machen es eben so, wie wir es gesagt haben. Dass wir dort mit einer Weiche arbeiten. So, das muss auch mal weg. Ich hoffe, die KI baut das nicht gleich wieder. Das geht sogar. Aber dann kriege ich hier die Straße natürlich nicht mehr hin. Das funktioniert nicht. Wir machen es mal so. So, verbinden und jetzt eben mit einer Weiche entsprechend arbeiten. Das können wir auch schon mal mitnehmen. Das brauchen wir noch nicht. Beziehungsweise doch, brauchen wir eben schon. Stimmt. Und jetzt eins rüber. Und zwar nach der Brücke. Mhm, das funktioniert. Und dann werden wir dem Zug, wenn er es nicht selber macht, halt sagen, dass er bitte hier sozusagen das Wassergleis nutzt. Gut, das würde passen. Was jetzt natürlich schwierig wird, das kann ich euch jetzt schon sagen, dass wir hier die Straße da nicht rankriegen. Ja, neue Brücke. Tollensee 59, da hast du wahrscheinlich recht. Das wird so mit der nicht gehen. Naja, der Schnee kann auch schlecht aussehen, weil es nutzt was. Ich weiß die Texturen vom Vanillaspiel. Aha, nee, aber der ist schön, der Schnee. Also mir gefällt der wirklich gut. Es gab mal für Tränenfieber eine Schneemod, die hat abartig ausgesehen. Muss ich wirklich so sagen. Das war kein Schnee, das war einfach nur hässlich weiß. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da gab es aber bei Transportfieber eben eine andere Schneemod und die sah wieder klasse aus. So, ich bräuchte eine Straße. Da können wir gerne eine städtische nehmen. Wenn wir hier so reingehen und das Ganze mal mit M machen... Gefällt es mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Wir machen das anders. Du gehst nochmal weg. Aha, komme ich da gar nicht rein? Doch, geht. Okay.
Ne, wir können es ja sowieso anders machen. Machen wir es doch so. Reicht das? Das ist ein bisschen knapp. Wir brauchen nochmal einen Punkt. Falsche Richtung. Ja, jetzt passt die Höhe. Vielleicht sogar über den ganzen Bahnhof rüber. Dass wir das hier irgendwie so machen. Die Straße kappen und irgendwo dann da hinten reingehen. Und jetzt aber natürlich auch nicht mit der Brücke. Sondern mit irgendwas, was ein bisschen nach was... Oh, die sieht halt schon auch sehr nett aus. Das ist eine sehr moderne, sehr coole Brücke, finde ich. Ich würde die mal nehmen. Eben, das heißt aber jetzt, dass das hier weg muss. Und dann wollen wir hier rein. Und dann würde ich den Bereich... Ne, wenn wir den jetzt aufschütten, dann machen wir dort die Gleise zu. Ja, die könnten noch unten durch. Kriegen wir hier einen Tunnel hin? Das hätte natürlich auch einen gewissen Reiz. Die Gleise hier, die kommen sozusagen ohne Probleme noch in die Richtung. Oder eben dann später nach weiter hinten. Aber die hier, die müssen dann entweder mit einer Weiche hier rein oder tatsächlich hier unten durch. Ich guck mal, ob das geht. Werden wir rausfinden. Also ne, da müsste ich sie erst bauen. Um das rauszufinden. Oder soll ich die Brücke lassen? Ich weiß es nicht. Ja, aber die Brücke hat natürlich auch einen gewissen Charme. Dann hätten wir zumindest keine Probleme. Weil wir haben natürlich gesagt, später... danke für den Follow. Wenn wir aus der Richtung kommen, wenn wir hier mit einer Brücke rüber wollen, dann ist uns die Brücke im Weg. Weil dann haben wir die Höhe von der Brücke. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte ein Problem geben. Wie wäre es denn, wenn wir hier eine Kurve machen? Irgendwie so. Ja gut, das ändert an dem mit der Brücke. Aber gut, warum sollen wir uns jetzt Gedanken schon machen über das, was dann in 5-6 Streams passiert? Also ich finde die Brücke, so wie wir sie jetzt hier haben, eigentlich cool. Wir machen die mal. Wir können die ja im Prinzip gleich mal mitverwenden. Genau. Hier für den Bahnhof. So, irgendwie so hier lang gehen. Jawohl, angedockt. Gefällt mir eh schon. Dann hier eine Kurve hier rein. Jawohl, gefällt mir auch. Und weil wir ja nett sind, machen wir ja gleich auch noch einen Anschluss. Sehr gut. Dann passt's. Dann ist der nämlich auch an der Straße dran. Und jetzt gucken wir, dass wir mit dem Zug hier reinkommen. Ja, die Brücke ist doch okay so. Ach so, hier hinten müssten wir sie natürlich noch kurz dranhängen. So, da rein. Jetzt könnte man hier aber eben tatsächlich auch aufschütten. Wie sieht das denn aus, wenn wir hier aufschütten? Besser. Gefällt mir wesentlich besser. Nehmen wir. Schiffchen kommen auch noch unten durch. Da werden wir natürlich auch gucken, dass wir dann irgendwann mal noch ein paar Schiffe haben, logischerweise. Die gehören einfach dazu. Gut, machen wir doch mal die Signale. Was wir haben, das haben wir. Wir bräuchten mal hier eins. Dann mit etwas Abstand. Oh, hier fehlen noch die ganzen Straßen. Stimmt, die werde ich auch gleich, wenn wir die Signale gesetzt haben, zurückgeben. So, damit wir hier auch gleich mal ein paar Dampflokomotiven installieren können. Ja, und in gesundem Abstand oder mit gesundem Abstand hier lang. Hm, dann kommen wir hier an. Sind wir hier wieder vor der Weiche. Machen hier ein Signal. Da könnte man eigentlich noch weit mehr Signale setzen, wenn man es genau nimmt. Dann mache ich mal hier eins. Und dann gibt es den Block hier wieder ein bisschen außerhalb der Stadt. Und dann haben wir das ja gleich. Aber eben, jetzt müssen wir auch dran denken, dass wir da hinten die Stadt noch wieder herstellen müssen. Da, wo ich die ganzen Straßen demoliert habe. So, hier haben wir die Weiche, genau. Dann hätten wir hier noch ein Signal und dann würde das schon passen. Aber wenn wir jetzt gerade hier sind, machen wir mal die erste Linie. Das wäre von Oberböser hierhin, dahin und dann wieder hierhin zurück. Jawohl, das müsste bereits passen. Und das wäre dann, wie nennen wir die denn? Sollen wir die wieder Regios nennen? Haben wir im Let's Play so. Vorbeugenden Wegpunkt, das ist eine gute Idee. Ja, danke schön, Tollensee. Das habe ich immer gesagt, das sollte man eigentlich machen. Dann ändert das Spiel nicht plötzlich den Fahrplan, nur weil wir eine neue Strecke bauen und die wäre kürzer, weil dann wechselt der Zug natürlich auf diese Strecke. Hast du nicht noch ein paar alte Signale für eine Dampflok? Dann hätte ich die Zeit wieder zurückstellen müssen. Ich würde das so lassen. Das ist doch okay, weil die Strecke hat man halt modernisiert. Die Dampflok ist einfach noch die alte. Was wollte ich jetzt? Die Wegpunkte, genau. Im Prinzip reicht's. Ja, wenn wir hier mal noch ein, zwei Wegpunkte machen. Wegpunkte. Den Klassiker, den haben wir ja. Das wäre der hier. So, das würde dann heißen, bei der Linie
Nach Oberböser wollen wir zack hier lang. Aha, das war eh nicht zweigleisig, könnte das sein. Und was wollen wir dann? Nach Breddendorf. Hier wollen wir hier lang. Wieder auf dem Weg nach Oberböser. Okay, und das mache ich jetzt wirklich eben genau aus dem besagten Grund. Das war eine gute Idee vom Tollensee. Du solltest nach jeder Weiche einen Wegpunkt bauen. Ja, im Prinzip habt ihr recht. Ja, das wäre die hundertprozentige sichere Lösung. Aber ich mache es jetzt mal so. Eigentlich müsste es reichen. Danke, also jetzt regelmäßig Streams auf der Map. Hier? Mit der Map? Ja, also regelmäßig ja, aber nicht zeitlich regelmäßig im Sinne von alle 3-4 Tage. Sondern das werde ich immer separat ankündigen. Ich muss die Streams machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Und jetzt habe ich sie halt gerade. Nenn sie Reh, da sparst du dir Buchstaben. Okay, haben wir zu wenig Buchstaben? Muss ich Buchstaben sparen? In Ordnung. So, Bahnübergang. Weiß nicht. Mit M. Ja, gefällt mir schon besser. Das ist wieder irgendwie halt irgendwie so, die Brücke ist irgendwie cool. Passt die Dampflok hier durch? Ja, gar nicht überlegen. Das Ding nehme ich, das sieht gut aus. So, hier noch eine Querverbindung. Dann können wir das hier kappen. Und was sie sonst machen, müssen sie jetzt halt selber gucken. Die Straße haben wir hier zurückgegeben. Das würde eigentlich alles passen. Gut, gehen wir mal eine Lokomotive kaufen. Oder mehrere Lokomotiven. Wir bräuchten ein Depot. Sehr schön, wir kommen zum angenehmen Teil. Nein, Blödsinn, das Bauen ist natürlich auch angenehm. Ich könnte immer sagen, fahre ich lieber mit den Zügen mit oder mag ich lieber das Bauen? Ich finde, beides hat halt seinen Reiz. Ich baue für mein Leben gern. Ich tüftle auch gerne rum, wenn irgendwo was nicht stimmt. Und ich setze mich aber auch gerne mit in den Zug, wenn der dann endlich fährt. Genau, ich sollte mich wegen der Lok nochmal mit der 18201 melden. Werden uns gleich ansehen. Der Programmer schreibt noch genau, schnell kontrollieren, ob der Zug hier unten ins richtige Gleis fährt. Das macht er wahrscheinlich nicht. Da hast du natürlich recht. Dankeschön dafür. Terminals, in die 12 rein müssten wir hier. So, das müsste auch klappen. Sehen wir gleich. Jawohl, dann macht er das so. Allerdings, jetzt ist es wieder eingleisig. Aha. Kommt der hier nicht rüber? Jetzt müsste es klappen. Ja, ist immer noch eingleisig. Aber der käme doch jetzt von hier runter. Das würde gehen. Muss ich da wieder mit Wegpunkten arbeiten? Also Signale haben wir. Hattest du eigentlich mal mit den Entwicklern Kontakt? Sinfonie 9? Ja. Ich war ja, da gibt es ein Video auf dem Kanal, musst du mal gucken, wo ich in Berlin war. Nicht nur ich und andere YouTuber, als die Transportsieger 2 vorgestellt haben. Und da waren die Entwickler auch, der Besil und Co. Extrem, sehr, sehr extrem nette Leute. Warum fährt das Ding jetzt? Da fehlt eine Weiche. Wo fehlt denn da eine Weiche? Ne, immer noch nicht. Fehlt hier ein Gleis oder was? Wir gehen mal gucken. Wenn der hier unten ist, der kommt doch hier rüber. Guck mal, der kann doch hier lang und dann hier. Ach so, nee, der muss in das Gleis rein. Ja, und ob hier eine Weiche fehlt. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, es stimmt. Machen wir es mal so. Dann muss ich das Signal aber nochmal kurz ändern. Funktioniert das jetzt? Jawohl, gut. Also, Signal neu. Wäre dann hier immer vor der Weiche, nicht nach der Weiche. So, und wie gesagt, also, da gibt es ein Video von diesem Treffen, von dieser Einladung. Berlin, irgendwas Transportfieber 2 Event in Berlin oder so heißt das. Im Brettermoor fährt er nicht zweigleisig. Durch den Bahnhof? Ja, weil er hier gar nicht zweigleisig fuhr. Vielleicht fährt er jetzt zweigleisig. Nee, fährt er nicht. Aha, auch interessant. Ja, mal den hier. Und mal den hier. Ja, im Prinzip. Er müsste, welcher muss? Ich glaube die 5. Moment, ich teste mal was. Wenn die 5 in die 1 reingeht. Jawohl, dann haben wir es. Okay, jetzt fährt er zweigleisig durch. Hier fährt er eben nicht durch, sondern hier hält er eben an. Deswegen muss man das so lösen. Genau, Terminals ändern. Habe ich gemacht. So, wir brauchen das Depot. Jetzt muss ich mir den Zug aber noch merken. Jetzt ist er schon wieder weg. Mein guter Mann, der das mit der 18 irgendwas geschrieben hat. Kannst du es bitte nochmal kurz reinschreiben? Ich sehe es leider schon wieder nicht.
So, wo haben wir das Depot? Irgendwie vielleicht sogar hier. Ja, dann können wir hier keine Gleise mehr anfügen. Aber irgendwo hier in der Stadt drin wäre natürlich nett. Vielleicht irgendwie so, ein bisschen krumm. 18201, dankeschön. Gebäude, ein Depot. Nicht ein Tramdepot, auch nicht ein Straßenfahrzeugdepot. Sag mal, bin ich hier schon wieder bei der Straße tatsächlich? Depot. Ah, guck mal, das hier haben wir auch schon. Dann hätten wir die hier. Ich würde hier tatsächlich diese Süße machen. Ist das süß? Ich finde das süß. Mir gefällt das extrem gut. Vielleicht sogar irgendwie so an die Brücke ran. Irgendwie zwischen Brücke und Gleis. So gut wie es geht. Ja, ein bisschen nach vorne muss ich, sonst fliegt das dort wieder ein bisschen. So, und wenn wir jetzt Glück haben, dann kommen wir mit dem Gleis auch rein. Das ist nie gewährleistet, wenn ich Depots baue, dass die dann auch funktionieren. Ja, gefällt mir nicht. Moment. Machen wir das hier vorne so. Dann haben wir dort eine vernünftige Weiche. Aha, da wird noch ein Gebäude entfernt. Ja, damit können wir leben. Kein Problem. So, hier so. Und dann eigentlich hier sogar noch raus. Genau. Dann machen wir hier noch Signale. Die Zwergsignale habe ich hier nicht. Sehe ich das richtig? Was sind denn das für welche? Aha. Okay. Ja, ich müsste die Zwergsignale noch installieren. Hä? Sind das die? Wir haben irgendwelche Signale, wo der Zug viel weiter vorn hält. Ist eigentlich egal, wir können die ja trotzdem nehmen. Die sind ja nur fürs Depot. Das passt ja eigentlich. Gut, jetzt mache ich kurz eine Sicherheitsspeicherung. Weil, wenn ich jetzt die 18201 nehme, dann muss ich gucken. Genau. Test überschreiben. Dankeschön. Aber ich weiß halt nicht, ob ich sie aktiviert habe. Wir werden sehen. Fahrzeug kaufen. So viele Dampflokomotiven werden wir nicht haben. 18. Schreit, wenn ihr sie seht. Da, die hier. 18201. Stimmt, ja, die haben wir aber tatsächlich 182. Ja, das ist wieder diese schnelle Teil. Das ist doch die Lok, die der Daniel so liebt. Hast du das alte Kleine nicht, Heisi? Was für ein altes Kleines denn? Bei Heisi ist die XMS-Map einmal gecrashed. Ja, das ist tatsächlich auch mal noch passiert. Sollen wir die nehmen? Das ist eigentlich eine Schnellzuglokomotive. Ich hätte eher an was irgendwie, weiß auch nicht. Was Kleines gedacht. So wie eigentlich der Daniel gerade geschrieben hat. Irgendwie was Knuffiges. Irgendwie so eine. Oder sowas in der Richtung. Wir können die ja schon mal noch nehmen. Aber das ist für mich eine Schnellzuglokomotive. Ich finde, die passt ja nicht rauf. Was ist das? Eine Doppeltraktion? Eine automatisierte? Oh, das ist halt auch eine Hammer. Das ist auch ein Hammerteil. Die hat aber eine lange Strecke. Ist es eine lange Strecke? Okay, ich gebe mich geschlagen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt hier mal ausnahmsweise nicht, was ich will. Das kann ich ja in den Videos machen. Ich füge mich. Wenn ihr die alle liebt, dann nehmen wir die. Also, jetzt muss ich aber gucken, dass ich die richtige da noch erwische. Die hier war es. Dann haben wir nochmal Tütüt. ÖBB-Kett und so kommt da noch dazu. Und das Passagierwagen. Wir werden aber keine Wagen haben, die 180 zulassen. Zumindest nicht solche, die irgendwie zur Lok passen. Was haben wir denn hier? 85... 140, 120, das sind auch 140er, die sind sicher langsamer, logischerweise. 120, Rheingold. Sollen wir die Rheingoldwagen ranhängen? Dann haben wir tatsächlich 180 km/h drauf. Ich meinte das kleine Depot. Ach so, ja, das habe ich mit Sicherheit auch, aber das muss ich wahrscheinlich auch wieder erstmal noch mehr aktivieren. Das habe ich nicht geladen, das hat man gesehen. Ich muss noch einige aktivieren, definitiv. Das werde ich jetzt nach und nach auch immer machen dann. Sollen wir ja Rheingold eben? Ich würde auch sagen, lasst uns hier doch den Rheingold machen. Das würde anfangen. Machen wir mal einen Abteilwagen. Dann machen wir ein Panorama. Abteil. Und zwei Großraum. Dann haben wir 180 Meter. Das ist eine gesunde Länge. Und ich möchte hier das Ganze aber schon auch ein bisschen so machen, wie wir es im Let's Play haben. In den Videos, dass wir jetzt nicht auf jede Linie 20 Züge setzen und so die Gleise schon komplett zu. Ja, zumühlen ist ein bisschen frech, es sind schöne Lokomotiven. Aber wisst ihr, wie ich meine? Weil dann können wir später hier eben diese Gleise auch für etwas anderes noch nutzen. Deswegen mache ich mal drei Stück. Es ist eine gewisse Strecke.
Immerhin fährt der Zug an einen Fluss, da kann man den Rheingold nehmen. Ja, stimmt. Und der fährt sogar direkt ans Wasser ran. Kaufen wir mal. Weisen zu, Linie 1. Jetzt müsste man natürlich die Linie noch schnell benennen. Das haben wir schnell gemacht. Ach so, ich habe mich ja noch nicht entschieden, wie ich die nenne. Ach komm, wir machen Regio. Und dann machen wir aber nicht eine Zahl dahinter, sondern die, das geht hier von Oberböse. Via, das lasse ich mal weg. Aber von Oberböse geht es nach Eisenberg City. Kürzen wir das ein bisschen ab. Regio Oberböse Eisenberg City mit Zwischenhalt im anderen Städtchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Zwei Reichen. Ja, das kannst du so nicht sagen. Es geht ja nicht darum, jetzt Passagiere zu befördern in dem Sinne. Wenn man das wirtschaftlich spielt, würde ich eine machen. Und dann nach und nach gucken, ob wir irgendwie aufrüsten können. Aber jetzt für so wie wir spielen, da reicht auch eine, man kann aber auch fünf nehmen. Mir geht es einfach darum, dass die Gleise nicht verstopft werden. Das hat schon eine sehr schöne Lokomotive, muss ich zugeben. Also ich verstehe, dass ihr die liebt. Und die Wagen sind natürlich auch sehr nett. Die haben wir im Let's Play im Normalen auch drin. Aber nicht mit einer Dampflokomotive, sondern ich weiß gar nicht, was das für eine Lok ist, mit einer anderen Lokomotive. Und schön lang ist er, der Zug. Das gefällt mir natürlich auch schon. So, hier ist Ende Gelände. Wir fahren mal mit dem mittleren Zug mit, würde ich vorschlagen. Dann sehen wir noch, wie der an uns vorbeifährt. Mit einer BR-103. Stimmt. Genau, absolut richtig. Pro Gamer und ich spinne. Stimmt, genau. Stimmt. Haben wir jetzt letztens in den Videos öfters wieder gesehen, den Zug. Der ist immer mal wieder an uns vorbeigefahren. Der Daniel weiß ja, ihr seid alle besser informiert als ich. Aber jetzt, wo ich geschrieben habe, BR-103, stimmt. Ja, ja, genau, logisch. Die passt ja eigentlich auch vom Look relativ gut zu den Rheingoldwagen. So, wir wollten hier rein. Jetzt möchte ich die Lok oder den Zug aber so natürlich auch noch sehen. Sehr schöner Sound. Habt ihr genug Lautstärke vom Spiel? Bei mir ist es ein bisschen leise. Also falls ihr jetzt den Zug gar nicht hört, dann schreibt es bitte schnell in den Chat rein, dann kann ich noch ein bisschen lauter stellen. Jo, also Jo ist laut genug. Ich deute das mal so. Käme weg beim Fahren. Wie meinst du, käme weg beim Fahren? Moment, ich mache mal ganz kurz Pause. Da hat doch einer geschrieben, ein bisschen lauter. Wobei, es ist die gleiche Lautstärke. Es ist eigentlich die gleiche Lautstärke, wie wir sie im Let's Play drin haben. Da geht es eigentlich auch. Guck mal, die Soundeffekte sind eigentlich auf Maximum. Ne, ich lasse es mal. Oder ein bisschen lauter, okay. Machen wir hier doch mal die 7. So, fortsetzen. Ach, die Rübe meint er. Ja, die nehmen wir weg. Das ist eine gute Idee. Das haben wir ja früher auch immer so gemacht. So, jetzt höre ich es aber schon deutlich besser. Während da der andere Zug schon seine Fahrt aufnimmt. Ja, gleich wieder irgendwie cool geworden. Aber irgendwie, das hat halt auch mit dem Schnee zu tun, muss ich gestehen. Mir war jetzt wirklich auch danach mal wieder eine Schneemaut zu spielen. So, gut. Also, wir steigen ein. Le Rübe wird gleich kurz verschwinden. Sobald wir hier eine vernünftige Stellung gefunden haben. Stattlich, sehr stattlich das Ganze. Ja, ist auch gut aufgelöst. Wie sieht hier der Führerstand aus? Ja, wie meistens bei Dampflokomotiven. Nicht so prickelnd, aber eben ja, von außen sehr schön. Hier die Rheingoldwagen, die kennen wir, da waren wir auch schon drin. Hier mit Abteilen. Ja, und so sieht das dann aus, wenn man hier Richtung Bredorfer Moor fährt. Also, dann würde ich sagen, wir suchen uns eine Position. Ist das okay so auf dem Wagen hier? Oder sagen wir, wir gehen mal weiter zur Lokomotive. Moment. Hier ist halt dann irgendwann das Problem, dass wir den ganzen Rauch im Gesicht haben. Moment. So geht's. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Also ich habe gesagt, Rübe weg. Dann habt ihr hier ein schönes Vollbild. Und dann genießen wir mal ein bisschen die Strecke, würde ich vorschlagen. Oder habt ihr eine bessere Idee? Ja, so ist fast schöner. Denn wir haben zwar den Rauch so, aber irgendwie, es ist mehr Gefühl. Oder es ist gefühlt mehr Dampflokomotive fahren, finde ich. Schöner Traditionszug. Ah, okay. Traditionszug? Gibt es den tatsächlich so mit der Lok? Das glaube ich zwar nicht, aber wie meinst du? Traditionszug wegen den Rheingoldwagen. Ja. Ah, halt, er schlängelt. Wenn jemand schlängelt, ist der Heisi da. Ach, es ist einfach ein schönes Spiel. Man hat in der Kürze sowas
einfach wirklich Schönes gebaut. Und nicht, weil man schön baut, sondern weil das Spiel halt einfach das möglich macht, dass man das so schnell hinkriegt. Und jetzt, wie gesagt, mit dem Schnee. Es ist halt eine Dampflokomotive und Schnee. Das ist bei mir halt irgendwie, weiß auch nicht, nicht ein Kindheitstraum, weil ich träume nicht davon. Aber irgendwie, ich finde das einfach extrem schön. Und das ist halt einfach wirklich auch eine Hammer-Lokomotive. Also da habt ihr absolut recht. Eine Museumsbahnlok, okay. Fährt zumeist im Sonderfahrplan. Aha, der DB. Okay. Sehr schönes Teil. Hinten auf dem ersten Wagen wäre cool, dann sieht man mehr von der Lok. Ja, ich habe jetzt hier fast ein bisschen so Trainfieber-Gedenkdingens gemacht. Das hier wäre der erste Wagen. Ja, hat natürlich auch was. Ja, lasst uns mal so noch weiterfahren. Oh, jetzt haben wir wieder die bewegende Kamera. Ach nö. Dann wird's doch Arnie und Gitti wieder schlecht, wenn sich die Kamera die ganze Zeit bewegt. Wenn wir hier wieder die Action-Cam drin haben. Heißt bei jeder Mod, sehr schönes Teil. Ja, wenn schöne Teile sind schon, sonst nicht. Also ich habe, wie gesagt, auch schon mal eine Mod gehabt, da habe ich gesagt, wie sieht das denn aus? Das war ein Hotel, das weiß ich auch noch. Mit völligen Matsch-Texturen. Und das Teil habe ich wieder abgerissen. Und da habe ich sicher nicht gesagt, sehr schönes Teil. So, hier huckelt es natürlich ein bisschen. Das haben wir im Prinzip absichtlich so gemacht. Weil wir sonst hier die halbe Stadt abreißen hätten müssen. Und das wollten wir natürlich nicht unbedingt. So, ab in den Bahnhof rein. Jo, noch mal ein bisschen runter. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach der idealen Position. Ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht gefunden. Bei einer Dampflok ist schwierig. Bei einer anderen Lok, klar, vorne. Vorne rauf. So, fährt jemand mit? Keiner? Gut, wir haben natürlich auch noch keine Busse hier in den Städten. Naja, meinem Heisi Airbus wurde auch das sehr schönes Teil gegönnt. Ja, ja, eben, ist ja auch ein schönes Teil. Oh, da muss ich auch noch gucken, dass ich das Teil noch aktiviere. Sonst müssen wir mal gucken beim nächsten Stream, bevor wir anfangen, dass ihr mir genauso Sachen bitte schnell reinschreibt dann, dass eben der Heisi Airbus noch fehlt, dass sonst noch ein paar Sachen fehlen. Dann kann ich die im Prinzip dann aktivieren, bevor wir mit Spielen anfangen. Wenn ich am Handy was schreibe, mein Handy ist 7 Sekunden früher als da am TV das Bild. Ja, das kann natürlich sein. Das eine ist halt Internet im Prinzip und das andere, ja, das ist unterschiedlich. Das ist, wenn du ein Fußballspiel guckst, hatte ich letztens mit Harry ja auch. Bei unterschiedlichen Plattformen, da war auch eine Verzögerung von 5 Sekunden. Der Bahnhof hat Oberleitungen. Ja, aber das lassen wir, weil der Bahnhof wird mit Sicherheit nicht nur Dampflokomotiven haben. Wie viel kostet ein Ticket, Herr Heisi? Ich würde sagen, die erste Fahrt ist kostenlos. So, die Jungfernfahrt dieses schönen Zuges über diese schöne Brücke, die kostet gar nichts. Der Rauch ist natürlich einfach auch cool. Da haben sie, glaube ich, auch nochmal nachgelegt mit einer... Mit einem Update, dass der Rauch ein bisschen intensiver wird. Also das sieht schon krass aus. Und hier auf der Seite bei den Rädern halt auch. Sehr cool. Schönes Teil. Ja, ich weiß, ich sage immer schönes Teil. Aber wenn es halt schöne Teile sind, dann sage ich halt schönes Teil. Wenn es jetzt kein schönes Teil wäre, würde ich sagen, kein schönes Teil. Stimmt schon, man kann ja von den anderen Städten da noch rein. Eben Gelle, ja, denke ich auch. Danke für den Follow, Herr King Kong. Herzlich willkommen hier bei uns. Eben, weil sonst nehmen wir dort jetzt den Strom weg für diese Lokomotive, für diesen Zug. Und haben dann den Effekt, wenn wir die nächste Strecke machen für einen Elektrozug, für einen Elektrolok, haben wir wieder eine Fehlmeldung. Und dann geht der Heise wieder suchen. Bis er wieder rausfindet, dass dann hier bei dem Bahnhof eben die Oberleitung fehlt. Achso, ja, Untersprechername. Ich weiß, ja, es ist klar, die Cam bewegt sich eigentlich nicht. Das ist schon so. Die ist halt auf die erste Lok fixiert. Und dann bewegt sich sie eben, wenn du im Wagen drin sitzt. Stimmt.
Wisst ihr, was ich auch gerade genieße? Die Performance. Das ist natürlich dadurch, dass wir jetzt hier ganz neu sind, flutscht das doch wieder relativ schön. Also da haben wir im Let's Play bei gewissen Städten dann doch eigentlich ärgere Probleme. Also der Gelle möchte unbedingt noch die BR218 mit Silberlingen sehen. Wisst ihr was, die könnten wir ja noch schnell installieren. Wir können ja noch ein... Oder wisst ihr was, wir machen Folgendes. Dann kommt der Gelle auch noch in den Genuss. Machen wir ganz einfach. Ich werde es gleich sagen. Während wir hier die letzten Meter machen. Sehr schön. Wir schmeißen einen Zug raus. Mal den hier. Also einmal Dampflok. Und gehen nochmal zum Depot. Und dann, was möchte der Gelle? Die BR218 mit Silberlingen. Mal gucken, ob wir da dienen können. Ja, wenn ich dann das Depot finde. Moment, die Rübe kommt wieder, nicht erschrecken. Hallo. Oh, was haben wir denn hier für einen Verkehr jetzt schon? Heieiei, okay. BR218. Heiß in Oberbösa bräuchte es auf der anderen Ortsseite auch noch eine Straße. Moment, in Oberbösa bräuchte es auf der anderen Ortsseite auch noch eine Straße auf die andere Seite. Wie meinst du? Also hier hinten meinst du, dass wir hier noch rüberkommen? Ja, aber das sollte eigentlich die Stadt noch bauen. Oder meinst du, ich soll das jetzt schon machen? Kann ich natürlich auch schnell, das sollte ja nicht lange gehen. Falls du das hier hinten tatsächlich meinst. Ich würde hier glatt nochmal zu so einem Bogen ansetzen. Dass wir irgendwie hier so runtergehen. Und dann natürlich wieder entsprechend irgendwie so. Und dann vielleicht tatsächlich sogar mit der Brücke, dass wir hier auch so ein statisches Wunder haben. Wobei eben, es ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ach nö, es ist aber böser. Da möchte ich irgendwie nicht so eine moderne Brücke haben. Ja, gefällt mir auch nicht. Sollen wir die nehmen? Wir nehmen mal die. Die ist relativ harmlos. So, dann irgendwie hier rein. Und dann ist das hier die Zufahrt. Und wo die Straße hin will, das muss er dann selber noch gucken. Och nö, in Heiße City ist wieder der Bahnhof, bei dem die Plattformen ausgeblendet werden, wenn man ganz nah dran ist. Ja, da gibt es aber, glaube ich, ein Update. Aber eben, das ist halt, ja, bei 1000 Mods. Sag mal, warum haben wir hier so einen Verkehr? Das ist ja ganz krass. Wir haben doch erst gerade angefangen zu spielen. Was wollt ihr denn alle hier? da gäbe es ein Update. Bei 1000 Mods, jede manuell updaten, das ist einfach irgendwie nicht möglich. Ich muss mal gucken, dass ich wenigstens den Bahnhof update. Dann wird eben nicht alles ausgeblendet. Also, die BR218, ich wollte eigentlich kurz speichern. Wenn ich darf. Aus Sicherheitsgründen. Da seht ihr sogar die Crash-Dingens, das war von ganz vorher. Da wäre ein Kreisverkehr gut. Hier. Ja, das wäre natürlich eine Option tatsächlich, statt dass man hier so reingeht. Aber die haben Spaß an unserer Brücke, wie man sieht. Das freut mich natürlich schon mal. Also, Fahrzeuge kaufen. Die 218. Das müssen wir aber hier machen. Aha, hinzufügen. Und dann hätten wir gerne die Silberlinge. Haben wir die denn? An Bord? Ja, hier, Silberlinge. Erste Klasse, zweite Klasse. Der ist halt ein bisschen langsamer. Der wird jetzt die anderen ein bisschen ausbremsen. Okay, einmal den hier dazu. Und ich mache keinen Steuerwagen, sonst ist das wieder falsch rum. Sondern wir machen da... Moment, das habe ich jetzt hier. Zweite Klasse, glaube ich. Dann machen wir hinten noch die erste Klasse ran. Und ab 50 Meter passt. Kaufen wir. Setzen wir auf die Linie. So, und da fahren wir jetzt aber nicht mit, weil die Strecke haben wir gerade befahren. Aber für den Herrn Gelle, meinen Lieblingsfußballkollegen, nehmen wir die noch auf. Ja, passt. Und das ist natürlich angenehm. Man kann natürlich auf einer Strecke, wo eine Dampflok fährt, auch problemlos noch einen Diesel dazu nehmen. Der braucht natürlich auch keine Oberleitung, ist ganz klar. Wenn kein Nahverkehr, schlägt die KI zu. Ja, das haben wir, glaube ich, wirklich gerade im Moment da hinten gesehen. Bitte, Herr Gelle, keine Ursache. Gern geschehen. Ist ja ein schöner Zug, muss ich sagen. Passt. Den können wir auch gerne nochmal nehmen. Und dann setzen wir uns dann auch mal noch kurz rein. Jetzt würde ich aber gerne hier schnell gucken, dass wir hier vielleicht tatsächlich den Kreisverkehr schnell machen. Wäre hier Straßenkonstruktion... machen wir mal 3. Ein bisschen größer. Reicht das? Ja, ich würde sagen, ja. Hier müssen wir halt nochmal kurz die Häuser dann kappen. Also, das führt hier rein.
Ja, das passt schon. Ist das die richtige Straße? Müsste. Ja. Doch, einmal so. Und dann führt das hier wieder raus. Ja, das gibt eine zu große, das ist ein zu großes Gefälle. Dann gehen wir hier hinten irgendwie rein. Oder hier. So, schön schwungvoll. Ich wollte gerade sagen, das müsste doch auch gehen, dass hier die Gebäude stehen bleiben. Und hier runter würde ich halt tatsächlich nicht. So fahren sie hier rein, von da runter. Ja, anders geht's nicht. Wir machen es mal so. 160. Was? Die Geschwindigkeit ist egal, die Gleise schaffen eh nicht mehr als 120. Also stimmt ja auch wieder. Ja, hast du absolut recht eben. Also der andere Zug, der 286 km/h machen kann, der macht die natürlich auch nicht, wenn er auf Gleisen fährt, die nur 120 zulassen. Das ist absolut richtig. So, ja, Kreisverkehr hätten wir. Aber hier unten ist halt schon, also das ist ja ganz interessant. Wir haben ja eine Zugverbindung. Leute, nehmt doch den Zug von Oberbösa. Nach da hinten kommt er eigentlich mit dem Zug ebenfalls. Deswegen haben wir das gemacht. So. Vielleicht reguliert sich, wenn sie merken, dass sie hier so einen Umweg fahren müssen. Ja, die fahren jetzt brav alle hier lang. Hier runter und dann werden sie wahrscheinlich hier eben in die Richtung düsen. Ich möchte jetzt hier nicht die Straße verbreitern. Je nachdem verlieren wir dann wieder die Hälfte der Häuser. Kann man den Kreisverkehr nicht etwas heruntersetzen? Sieht komisch aus hinter der Brücke, dass es da wieder hochgeht. Ja, ja, hätte ich im Prinzip machen können, klar. Vielleicht, dass wir die Brücke nochmal kappen. Ich würde es eher so machen. Also, nehmen wir das nochmal schnell weg. Gucken, dass ich das schön erwische. Und dann gehen wir hier ein Stückchen höher. Ja, und dann geht's, guck mal, dann geht's von der Brücke direkt hier rein. Das ist eigentlich eh viel schöner, finde ich. So, dann ist die Brücke hier. Ja, direkt am Anfang beim Kreisel. Danke für den Hinweis, sieht sicher besser aus, wie wenn man hier tatsächlich irgendwie runter geht und wieder rauf. Lad dir mal die Baureihe 218 aus der Modwerkstatt herunter. Da gibt es viele schöne Repaints. Habe ich wahrscheinlich sogar. Müsste ich halt tatsächlich auch aktivieren. So sieht es gut aus. Ja, finde ich auch. So gefällt es mir tatsächlich auch viel besser. Ist halt schön eben. Es geht einfach ebenerdig schön auf die Brücke rauf und hinten wieder runter. Und hier können sie schön über die Gleise rüber, wo die Dampflokomotiven unterwegs sind. Heißi, schau mal, ob der Bahnhof in der Stadt mit dem langen Namen überhaupt angeschlossen ist. Das kann das Problem sein. Der hier? Doch, der hängt doch hier dran. Doch, sieht man. Mit dem langen Namen? Ja, hier. Das müsste schon hier gewesen sein. Doch, hier sieht man ja den Zugang. Der müsste schon dranhängen. Doch, doch, man sieht es von den Zeichen her. Heißt nur so ein Tipp, habe es getestet. Also wenn du zuerst einen Steuerwagen nimmst, dann die Wagen. Genau. Ja, das war schon mal ein Kommentar. Also man kann natürlich, also das Problem ist halt, wenn man einen Steuerwagen hat und der hängt hinten dran, dann, wenn man mitfahren möchte, dann sitzt man meistens im Steuerwagen drin und nicht in der Lokomotive. Aber man kann natürlich ganz einfach das Ganze umdrehen und zuerst den Steuerwagen kaufen, dann die Wagen. Und dann die Lok hinten ranhängen und dann hast du eben den Effekt, dann fährt der Zug so aus dem Depot raus und im Bahnhof drin hast du dann die Lok vorn. Also das stimmt tatsächlich. Sehr schön bis jetzt, ich mag das und freue mich auf schnelle, schnelle neue Transport-Hero-Streams. Ich tue mein Bestes. Sobald ich Zeit habe, gibt es den nächsten. Das kann nächste Woche sein, das kann auch erst die Woche drauf sein. Wir werden sehen. Gut, dann machen wir hier einen Break. Also mir hat es auch Spaß gemacht, definitiv. Ich werde das mal schön speichern. Und zwar, das wäre dann Stream. Ja, im Prinzip die 1 war das. Sehr gut. Und bis nächste Mal werde ich halt dann wieder noch zusätzliche Mods natürlich noch machen. Der Bahnhof Brettermauer ist an einer Landstraße angeschlossen. Ah, das macht aber hoffentlich nichts, hoffe ich. Also das müsste ja trotzdem eigentlich funktionieren. So, ich mache hier noch die Musik raus. Weil wenn ich dann wieder die Dingens lade, Moment, schnell gucken, ob es gespeichert hat, die Let's Play Map, dann stört es mich, wenn ich die ganze Zeit die Ingame-Musik habe, weil das Ding, das lädt etwa 10 Minuten. Ja, haben wir. Dann können wir das beenden. Gehen hier rüber und machen hier nochmal kurz Musik. So, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem ersten Transport-Fever-Stream seit längerem. Mir gefällt's, ich mag den Schnee, ich mag die Strecke, die wir gebaut haben und ich mag den Zug und das, freut mich natürlich, dass der Zug euch eben dahingehend sicher auch gefällt, weil der ja von euch ist. Also ihr habt euch den gewünscht. Wenn euch der nicht gefällt, kann ich nichts für.
Ja, aber der Bahnhof hat nicht die Reichweite in die Stadt rein. Ja, ja, gut, eben, aber das werden wir natürlich noch beheben. Wir werden überall bei diesen drei Städten natürlich noch Bussysteme machen. Dann ist egal, wenn der Bahnhof auch ein bisschen außerhalb steht. Die Leute müssen einfach irgendwie dahin kommen. Deine Videos sind die besten. Danke, Joel, das ist sehr lieb von dir, das freut mich natürlich. Die Leute nehmen nicht die Bahn, weil sie ohne Busse nicht zum Bahnhof kommen. Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Eben, wir müssen dort Bussysteme installieren, damit die Leute eben tatsächlich auch dahin kommen. Sonst werden sie weiterhin mit den Autos fahren. Aber da haben wir jetzt was Schönes gemacht mit dem Kreisel, also da oben in Oberböser. Das müsste eigentlich so auch funktionieren. Solange du es dieses Jahr noch einmal schaffst, zu streamen, ist da alles okay. Müsste zu schaffen sein. Wobei, den nächsten Stream gibt es übermorgen. Das ist dann aber halt wieder Formel 1. Und nächste Woche ist es wahrscheinlich tatsächlich wieder Mittwoch dann Wreckfest. Und am Freitag, wenn es eben irgendwie geht, mache ich wieder Transportfieber. So, dass wir vielleicht dann doch in Wochenrhythmus reinkommen. Aber ich kann es halt nicht versprechen. Ich muss gucken, ob ich das so hinkriege. Ich weiß es nicht tatsächlich. Gut. War recht still heute, habe es aber genossen. Das freut mich, Herr Feinzerstörer. Das ist halt, Transportfieber ist halt still. Das ist ein stilles Spiel. Und das ist genau das Schöne daran. Das gefällt mir eben auch. Super zufrieden, nur ein bisschen wenig Murks heute. Fabian, am Sonntag ist Formel 1. Wenn ich mein Kabel nicht finde, dann haben wir dort einen riesen Murks. Das wirst du dann sehen. Schöner Stream, schönen Abend noch zusammen, schönes Wochenende. Danke, Luciana, das wünsche ich euch allen auch. Ja, wünsche ich euch grundsätzlich ein schönes Wochenende natürlich. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so schön zugeguckt habt. Und ich hoffe, hat allen ein bisschen gefallen. Eben jetzt Transportfieber 2 zum ersten Mal seit langem wieder. Habt noch einen schönen Abend, habt ein schönes Wochenende. Und wer Lust hat, wie gesagt, am Sonntag ist Formel 1 Stream. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis dann. Tschüss.